أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين وعلى جميع عباد الله الموحدين أما بعد Ihr wisst, wir haben vor einigen Unterrichten im Rahmen des 30. Verses der Sure Al-Baqarah, wo Allah Ta'ala zu den Engeln gesprochen hat, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً Ich werde auf der Welt einen Kalifen, einen Statthalter bzw. einen Vertreter oder einen Nachfolger erschaffen. Angefangen hier im Koranprojekt über die Geschichte der Menschheit zu berichten. Und ich habe versucht, in dieser Geschichte der Menschheit wirklich sehr, sehr viele Themen anzusprechen, die vielleicht jetzt im Rahmen des edlen Korans in deutscher Sprache auf diese Art und Weise noch nicht vorgekommen ist, denke ich. Und heute werde ich zum Thema die Menschheitsgeschichte, weil es ja auch letztendlich erstens unsere Geschichte ist, zweitens die Geschichte von Adam alaihi salam ist und drittens, und das ist natürlich der springende Punkt hier bei diesem Unterricht, dass es letztendlich auch die Geschichte des Islams ist, werde ich heute versuchen, den letzten Teil in diesem Rahmen mit euch gemeinsam, inshallah, hier durchzugehen. Schaut mal, die Geschichte der Menschheit ist normalerweise eine Vortragsreihe, da kann man 40, 80, 120 Unterrichte machen. Ich versuche mich aber im Koranprojekt, wie ihr wisst, sehr kurz und knapp zu halten, damit wir nicht im Detail untergehen. Deswegen wird es inshallah heute im Rahmen die Geschichte der Menschheit der letzte Unterricht sein, im Rahmen des 30. Verses des Sure Baqarah. Das heutige Thema im 360. Koranprojekt wird sein, mysteriöse Zeiten und geheimes Wissen. Über diese zwei wichtigen Themen werde ich heute versuchen, nur mal anzusprechen. Mysteriöse Zeiten und das geheime Wissen. Wir haben in diesem Rahmen sehr wichtige Themen bis jetzt, denke ich, angesprochen, die unbedingt, und ich betone, die unbedingt ausgearbeitet werden müssen. Warum ausgearbeitet werden müssen? Um den kommenden Generationen ein Licht bzw. einen Weg zu zeigen. Vor allem das Koranprojekt und vor allem spezifiziere ich mich mal auf die letzten Unterricht. Dieser Unterricht, den ich heute hier versuchen werde zu halten, unterstreiche, das ist so ein kleines Vorwort, was ich mache, wird ein sehr, sehr spekulativer Unterricht werden, in dem ich versuche, einige noch unbekannte und mysteriöse Themen anzusprechen, die ein anderes Bild zur Menschheitsgeschichte aufweisen können, welche sich ebenfalls im Rahmen des edlen Korans sich wiederfinden können. Ja? Deswegen ist das vor allem ein Wissen, was ich versuche hier zu übermitteln, nicht was jeder von euch verstehen kann und verstehen muss. Es gibt im Islam zwei Arten von Wissen. Das erste ist das Zahiri-Wissen, das offenkundige Wissen, und dann gibt es das Batini-Wissen, das heißt das verborgene Wissen. Wir sagen das esoterische Wissen, das metaphysische Wissen. Und wir wissen, dass das metaphysische bzw. das esoterische Wissen meist viel größer und umfangreicher ist als das physische bzw. als das bekannte Wissen. Das, was ich versuchen werde, heute anzusprechen, geht in die zweite Kategorie, das heißt in das metaphysische, das heißt in das Batini-Wissen mit hinein. Und es ist auf jeden Fall, hat nichts mit
Akida zu tun. Das heißt, derjenige, der das glaubt, glaubt das. Derjenige, der das nicht glaubt, glaubt das nicht. Das hat mit einem islamischen Glaubensfundament überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Wissen, was unser Wissensschatz und unser tiefes Denken letztendlich bereichern wird. Ich bereite, das sage ich nochmal in diesem Zusammenhang, diese Unterrichte nicht für diese Zeit vor. Ich bereite diese Unterrichte und vor allem das Koranprojekt für die kommende Zeit vor. So sagt der vierte Kalif des Islams, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh, erzieht eure Kinder nicht in der Zeit, in der ihr lebt, erzieht eure Kinder in der Zeit, in der sie leben werden. Also ich habe ein Kind, ich erziehe es, wie heute die Welt ist. Nein, sagt Ali. Ali sagt, erziehe nicht die Kinder für heute, erziehe die Kinder für morgen. Wie haben das unsere Eltern gemacht? Die haben was ganz anderes gemacht. Die haben das von gestern erzählt. Die haben uns in der Zeit, in einer Zeit erzogen, in der sie gelebt haben. Deswegen gibt es den Clash of Civilization, das heißt den Kampf der Kulturen in der Familie. Unsere Eltern haben uns erzogen in der Zeit, in der sie gelebt haben. Ali radiallahu anh sagt, erzieht eure Kinder nicht in der Zeit, in der ihr gelebt habt oder in der ihr gerade lebt, erzieht sie in der Zeit, in der sie leben werden. Das heißt, ein Muslim oder eine Muslima muss zukunftsorientiert sein. Ein Muslim, der zukunftsorientiert ist, wird sich niemals mit dem Wissen zufrieden geben, welches er gerade besitzt. Es ist klar. So. Und in diesem Rahmen werde ich natürlich den heutigen Unterricht vor allem halten. Und ich bitte auch vor allem für die Brüder und Schwestern, die diese langen Unterrichte im Internet zuhören oder zuschauen. Hier ist natürlich gerade bei dem Unterricht sehr wichtig, auch ein Zuschauen. Ich werde versuchen, sehr viele Bilder hier mit letztendlich einzublenden, dass ich euch bitte, es ist eine Pflicht, diesen Unterricht bis zum Schluss durchzugucken. Also wer sich diesen Unterricht bis zur Hälfte anguckt, wird nichts verstehen. Denn die Hälfte der Wahrheit ist eine Lüge. Deswegen ist es wichtig, diesen einen Unterricht als Gesamtkontext zu sehen, weil wenn man den Anfang, die Mitte und das Ende weiß, dann weiß man erst, was hat der Furqan überhaupt damit beabsichtigt? Weil unser Prophet sagt, innama al-a'malu binniyat, die Taten sind nach ihren Absichten. Aber unser Prophet sagt, alayhi salatu wassalam, innama al-a'malu bil khawatim, die Taten sind nach ihrem Endresultat. Zum Schluss guckst du, was du erreicht hast. Deswegen sehen die Taten sowohl nach ihrer Absicht, aber auch nach ihrem Endresultat. Deswegen ist bei diesem Unterricht letztendlich am besten sehr, sehr wichtig, diesen Unterricht bis zum Schluss anzuschauen. Kommt bloß jetzt nicht auf den Gedanken, dass ihr sagt, ich spule jetzt bis zum Schluss, mal gucken, was er die letzten 5 Minuten sagt. Das könnt ihr euch anschauen, dann wird er bei dem Unterricht nicht verstanden haben. Deswegen für dieses Thema sehr wichtig, den Gesamtkontext zu beachten. Noch ein Satz. Diese Unterrichte, vor allem mit der Menschheitsgeschichte und vielleicht auch einige andere Unterrichte, aber gerade dieser Unterricht im Koranprojekt, das sind alle letztendlich Denkanstöße. Ich möchte in diesem Koranprojekt, das ist ja das Koranprojekt. Koranprojekt gibt euch Denkanstöße, die ihr weiter bearbeiten müsst. Ansonsten wäre jedes Koranprojekt ein Unterricht, den du nochmal in 40 Unterrichten erläutern kannst. Aber jeder Unterricht ist ein Unterricht, der nur einen Denkanstoß gibt, wie so eine Billardkugel, der dann die anderen Kugeln zum Stoßen bringen und zum Bewegen bringen muss. Und so vor allem ist dieser Unterricht ein Denkanstoß. Und wir sagen am Anfang und am Ende, Allahu Alam, und Allah weiß es letztendlich natürlich am besten und wir wissen gar nichts. Das ist auch so ein bisschen so das Resümee schon der Geschichte. Ich nehme ein bisschen mal vom Schluss ein bisschen schon mal Wind ab. Das ist das Resümee der Geschichte. Wir wissen gar nichts und Allah weiß es letztendlich am besten. So, mit diesem kleinen Vorwort möchte ich inshallah auch schon mit dem ersten Thema, mit den ersten Abschnitten hier beginnen. Wir sagen, der heutige Unterricht lautet mysteriöse Zeiten und geheimes Wissen. Es geht um die Geschichte der Menschheit. Jetzt ist natürlich die Hauptfrage, die uns eigentlich seit eh und je beschäftigt. Was ist das wahre Alter der Menschheitsgeschichte? Also wenn ich so eine Frage in den Raum werfe, wie alt ist die Menschheitsgeschichte, wird jeder eine andere Antwort geben. Unsere Antwort ist,
eine ganz klare dabei. Keiner kann diese Frage ganz genau beantworten. Nach der jüdischen Theologie ist die Menschheitsgeschichte jetzt ca. 5000 und noch was Jahre alt. Knapp 6000. Nach sehr wenigen muslimischen Theologen ist die Menschheitsgeschichte, das hat mit Islam nichts zu tun, 7000 Jahre alt. Nach anderen sind sie 12000 Jahre alt. Adam wird zum Beispiel in einigen jüdischen Theologien ca. bei 4000 und noch was vor Christus datiert. 4400, 4004, so in diesem Rahmen. Wir wissen es nicht. Einige gehen auf 12000 Jahre rüber, einige gehen auf 20000 rüber, einige gehen auf 50000 Jahre rüber. Diese Antwort kennen wir nicht. Wir kennen diese Antwort nicht, denn wir kennen nicht einmal die genaue Entstehungszeit von Adam und von Noah. Und in der Menschheitsgeschichte, wenn wir sie analysieren, sind diese zwei Personen, haben für uns eine Schlüsselfunktion, Kilitfunktion. Adam und Nuh, alayhimu salam. Wenn wir Adam und Noah bestimmen können, wann die wirklich gelebt haben, dann können wir auch wirklich plus minus 100 oder 1000 Jahre über die Geschichte der Menschheitsgeschichte reden, wenn wir es datieren wollen. Können wir aber nicht. Wir können Adam nicht datieren und wir können Noah nicht datieren. Jede Datierung, Achtung, jede Datierung von Adam und jede Datierung von Noah sind spekulative Datierungen. Wenn jemand Widerspruch einsetzen will, ich habe in den letzten Unterrichten darüber berichtet. Das heißt, dieser Unterricht soll bitte nicht alleine angeschaut werden. Die anderen 3-4 Unterrichte bitte mit anschauen. Wir wissen nicht einmal genau, ob es vor Adam, und das ist hier sehr wichtig für uns, eine andere menschenähnliche Lebensart auf dieser Welt gelebt hat. Wissen wir das? Also kann jemand kommen und kann sagen, vor Adam hat eine menschenähnliche Lebensart hundertprozentig gelebt? Kann er nicht sagen? Und sie hat nicht gelebt, kann er nicht sagen. Beides ist spekulativ. Auch wenn es nur sehr schwach ist, durch den 30. Vers des Sure Baqarah, das ist ja unser Unterricht, wird darauf hingedeutet, dass es vor Adam menschenähnliche oder Lebensarten gegeben haben kann. Dieses kann basiert auf das Wort Khalife. Denn Allah sagt zu den Engeln, ich werde auf der Welt einen Kalifen, einen Khalife erschaffen. Das heißt, einen, der nachkommen wird. Also sagen einige Tafsir-Gelehrten, wenn es einen Menschen gibt, der den Titel oder der die Eigenschaft Khalife hat, das heißt, sonradan gelern, später kommen wird, dann fragt man sich, wenn der Mensch der Kalif ist, Halef ist, wer ist Salaf? Also wenn der Halef ist, muss Salaf da gewesen sein. Dann sagen einige, im nächsten Unterricht werde ich inshallah darauf ein bisschen genauer nochmal eingehen, einige sagen, Salaf waren die Dämonen, Jin, Khalef wurde der Mensch. Einige sagen, Khalef heißt im Namen Allahs auf der Welt regieren, weil der Mensch ist nämlich der Kalif Allahs. Nicht falsch verstehen. Nicht der Stellvertreter in dem Sinne Allahs, das wäre ja Schirk. Aber Khalifa ist nämlich diesbezüglich gemeint, dass er im Namen Allahs auf dieser Welt agieren wird. İnsan Allah'ın halifesi olabilir mi? Kann der Mensch der Kalif Gottes sein? Frage. Pass auf, was ihr sagt, hä? Das wird so mehrheitlich interpretiert. Genau, es hängt nämlich von der Interpretation ab. Also, natürlich gibt es keinen Stellvertreter Gottes in dem Sinne auf Erden, aber wenn du sinngemäß übersetzt, kann der Mensch als Stellvertreter Gottes nicht jetzt, er ist Gott auf Erden, sondern er agiert im Namen Allahs mit Bismillahirrahmanirrahim auf dieser Welt. Stelle ich euch mal eine Gegenfrage. Kann Gott Stellvertreter des Menschen sein? Nein, wir sind seine Diener. Also Allah kann nicht der Stellvertreter der Menschen sein. Ja, Sheikh, Qaddasallahu sirrak. Kann der Mensch der Stellvertreter Gottes sein? Kann sein. Spekulativ, also nicht spekulativ, er kann es sein, kommt auf die Bedeutung drauf an. Kann Gott der Stellvertreter der Menschen sein? Das wäre richtig krass eigentlich. Ha? Was steht denn in Sefer Duas drin? Khalifatan fil Ahl. Ya Rab, ich gehe auf den Weg und ich lasse dich, Allah, als Kalifen über meine Familie.
Da sagt der Prophet, das ist ein Sahih-Hadith, dass Allah als Kalif, du lässt Allah als Stellvertreter über deine Familie, wenn du von zu Hause wegziehst. Ah, das heißt, ein Wort kann eine Zahiri-Bedeutung haben und viele, viele andere Nebenbedeutungen haben. Das ist ein Thema für sich, das möchte ich jetzt weiter nicht vertiefen, das ist mal so als Denkanstoß gewesen. Jedoch hat das auch aber eine Tür auf, dass wir sagen können, ich sage können, die Wahrscheinlichkeit liegt zwischen 10% und 20%, dass es vor dem Menschen eine Lebensart auf dieser Welt gegeben hat, die dem Menschen ähnelte. Ich habe damit jetzt nicht erklärt, dass es eine Evolutionstheorie gibt. Also der Mensch stammt von Affen ab oder vom Fisch oder was weiß ich. Das rede ich nicht. Ich sage, es ist die Tür auf, dass es vor dem Mensch eine andere Lebensart gegeben hat und die ist dann zu Ende gegangen. Und unsere Geschichte begann mit dem Propheten oder mit dem ersten Menschen Adam a.s. Wir reden von zwei unterschiedlichen Völkern. Deswegen sagen die Engel zu Allah, willst du auf der Welt jemanden erschaffen, der Blut vergießt? Also muss das Lebewesen ja vor Adam etwas Blut vergossen haben. Denn wenn wir sagen, wie die Ulama, das waren die Dämonen, was ich ja sage, da haben wir ein Problem, weil Dämonen vergießen kein Blut untereinander. Natürlich gibt es dann andere Interpretationen, die sagen, woher wussten die Engel das? Ja, sie wussten, was im Levi Mahfuz drin geschrieben steht. Das geht dann immer so weiter, die Erklärung. Versteht ihr, was ich meine? Also man kann immer weiter erklären. Wenn wir das machen würden, würden wir Tafsir-Unterricht machen. Wir machen aber keinen Tafsir-Unterricht, wir machen ein Koranprojekt. Wir sagen, es ist eine bestimmte Tür dafür offen, dass es vor dem Menschen eine andere Lebensart auf dieser Welt gegeben hat, die Menschen ähnlich gewesen war und Allah weiß am besten. Da möchte ich jetzt mal einen Zeitungsartikel jetzt hier insgesamt zwei einblenden. Diese beiden sind aber sehr aktuell. Das erste ist hier vom vom letzten Monat noch. Und das heißt, gab es überall von der Kreiszeitung ist das hier, gab es vor der Menschheit eine Zivilisation auf der Erde? Das seht ihr hier gerade eingeblendet. Wie gesagt, das ist 1, 2, 3 Monate alt, dieser Bericht. Also vom Jahr 2023. Und da sagen die Forscher, es ist nur sehr schwer zu beantworten, ob es vor der Menschheit eine Zivilisation gab. Frage nach hochentwickelter Zivilisation vor Menschen. Denn auch wenn es absurd erscheint, könnte es nicht komplett ausgeschlossen werden, dass die Menschen nicht die erste hochentwickelte Lebensform der Erde sei. Ja? Das ist nur schwer zu beantworten, erklärten Garvin Schmidt, Direktor des Goddard Institute for Space Studies der NASA und Adam Frank von der University of Rochester gegenüber The Atlantic in Bezug auf ihre Studie aus dem Jahr 2018. Weiter erklärten die Forscher über eine mögliche vergessene Zivilisation. Wenn man nicht nach ihr sucht, könnte man die Beweise für ihre Existenz übersehen. Ich sage, darüber gibt es hunderte, vielleicht tausende von Berichten. Das sind gerade die, die dieses Jahr kamen. Den zweiten Bericht, ich möchte euch nicht auch in den Berichten jetzt hier untergehen lassen. Der zweite Bericht hier ist auch jetzt hier, es kommt auch aus Niedersachsen. Und da heißt die Überschrift, die ihr jetzt gerade hier seht, 300.000 Jahre alt. Deutschlands älteste Urmensch-Fußspuren entdeckt. Das, was ihr hier gerade seht, soll eine Fußspur von einem Urmenschen sein, die jetzt in der Gegend von Niedersachsen wurde das hier publiziert, die 300.000 Jahre zurückliegt. Ich habe nicht so viel Zeit, um Unterrichte vorzubereiten. Es gibt in Amerika einen Gestein, also einen Felsen, forscht selber drüber nach. Ein Felsen, den habe ich jetzt extra nicht gesucht, weil ich habe die Zeit dafür nicht. Ich habe es aber gesehen. Einen Felsen, wo ein Hammer drin entdeckt worden ist. Ein Hammer. Du siehst halt ein Holz und auf dem Holz ist Eisen drauf gemacht und das ist im Fels mit drin. Das heißt, das kann nicht später dazu kommen. Der Test sagt, dass er über 1 Million Jahre alt ist. Fragezeichen. Opas. Bitte? Teile, die niemals hätten da drin sein sollen. Genau, genau. Man denkt so, wo kommt da
denn? Genau, wo kommt das? Aber man macht halt diese Carbon-Dioxid bzw. diesen Test und dann kommt man natürlich auf diese enormen Zeiten. Wir sagen dazu nur Fragezeichen und belassen das dabei. Aber das gibt es. Das gibt es. So. Ich sage nur einen Satz, vielleicht nur um einen Satz vielleicht zu den anderen Unterrichten, das um einen Satz vielleicht mal zu erklären. In den Büchern, von denen heute noch behauptet wird, sie kommen von Gott, die verfälschte Art, sage ich, wie in der Tora, wird die Menschheitsgeschichte auf ca. 6.000 bis 7.000 Jahre datiert. In der Ginza, bei den Mandäern, bei den Sabiler, habe ich auch hier euch gezeigt, ja, wird die Geschichte der Menschheit, also nicht Menschheit, sondern von Adem alaihi salam, auf wie viele Jahre datiert? Wer weiß es noch? Diese Zahl sollte man sich merken eigentlich. 94. Wie viel? 94. 94 Jahre. 1000. Nee. 480.000. Genau, aber du warst ungefähr, genau. 480.000 Jahre. Also die Mandäer, die Sabäer sagen, die Menschheitsgeschichte ist seit Adam 480.000 Jahre her. Und ich habe auch gesagt, sie haben, die leben ja heute im südlichen Teil des Iraks, am Tigris und am Euphrat. Ja, die ziehen sich weiß an und so, da habe ich einiges darüber berichtet. Beten auch fünfmal am Tag, also die haben islamähnliche Rituale. Und da sagen sie, und die haben auch einen Kalender. Ihr Kalender ist heute auf das Jahr 480.000 und noch was. Also wenn wir jetzt diese Zahl nehmen, kommen wir in das Geschehen von hier viel, viel näher rein. Um das mal zu untermauern, ich habe in vielen Unterrichten vorher schon gesagt, im Koranprojekt, das habe ich auch schon als Jugendlicher erkannt, ich habe auch damals auch zu meinen Freunden immer gesagt, die heute nicht beim Koranprojekt mehr sind, die Zeit zwischen Adam und Noah ist sehr spekulativ. Wir kennen die Zeit vor Adam und Noah wirklich nicht. Wir haben einige Anhaltspunkte, ist der Shit alayhi salam, Idris alayhi salam und dann diese bestimmten, aber wir wissen es wirklich nicht. So, und als ich letztens den Koran gelesen habe, ist mir ein Vers aufgefallen. Nämlich der 9. Vers der Sur Ibrahim. Letztens habe ich noch mit dir, glaube ich, Azad, drüber gesprochen, wie viel Mal habe ich den Koran durchgelesen. Das erzählt man normalerweise nicht, aber ich erzähle das mal nur, damit ihr mal versteht, was ich meine. Ich habe immer als Kind immer aufgeschrieben, wann ich ein Hatim gemacht habe. Den Tag genau. Oh, nochmal ein Hatim, zweites Hatim, drittes Hatim, viertes Hatim. Das habe ich habe die Liste noch zu Hause. Das erste war, frag mich nicht, 1995 oder 96 habe ich meinen ersten Hatim gemacht und so habe ich halt aufgezählt. Und ich habe 2000, müsste ich jetzt lügen, 7 oder 8 aufgehört, aufzuzählen. Und bei 2007 oder 8 war ich habe die Liste zu Hause, beim 44. Hatim gewesen. Also 44 Mal durchgelesen den Koran und dann habe ich aufgehört. Da habe ich aber noch kein Koranprojekt gemacht. Und da habe ich die Verse noch nicht ganz richtig verstanden. Und danach habe ich aufgehört zu zählen, weil ich gesagt habe, man darf nicht zählen. Ich habe bis dahin gemacht, Punkt, Feierabend. Vor einigen Wochen, also ist es noch kein Monat her, lese ich wieder den Koran, weil wir lesen den Koran ja mindestens alle 2 Monate einmal. Das haben wir gesagt, als Usul müssen wir hier alle 2 Monate einmal ein Hatim machen. Das heißt, jeden Tag 10 Seiten. Mindestens. Und dann plötzlich lese ich einen Vers, als ob ich niemals den Koran gelesen hätte. Aber der Koran ist so heftig. Also, wenn du einen Vers nicht beachtest, man sagt im Türkischen Nazlanıyor, und er dreht sich um und der guckt nicht auf dich. Und ich habe diesen Vers gelesen und habe gesagt, ach stopp, hier ist was. Und das Thema ist hier, unbekannte Zeiten vor und nach Noah. Und ich habe meinen Delil dafür gefunden. Ich habe den gelesen, und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Surah Ibrahim im 9. Vers, Astaizu billah, Alam ya'tikum naba'u allazina min qablikum qawmi Nuhin wa Adin wa Thamud wa allazina min ba'dihim. Ist zu euch nicht die Nachricht von denjenigen vor euch gekommen, des Volkes Noahs, der Ad und der Thamud und denjenigen nach ihnen?
Jetzt kommt hier der Satz oder im Vers, wo ich aufmerksam wurde, habe gesagt, stopp. La ya'lamuhum illallah. Nur Allah kennt sie. Außer Allah kennt sie keiner. Und dann habe ich mir so gedacht, ich so, hä? Wir kennen die doch. Also, wir kennen die doch heißt doch, nicht ich kenne sie. Imam Taberi kennt sie doch. Ibn Kathir kennt sie doch. Ibn al-Athir kennt sie doch. Das sind halt die islamischen Geschichtsbücher, Tarikh-Kitablare. Und da habe ich gesagt, Moment mal, Allah sagt hier, la ya'lamuhum illallah, außer Allah kennt sie keiner. Also ist eine spekulative Zeit. Und da habe ich gesagt, ich gucke mal bei meinem Sheikh nach. Und mein Sheikh im Tafsir ist Imam Qurtubi. Und ich muss es vom arabischen Original übersetzen, damit ich mal sage, was meint die Imam Qurtubi. Ich glaube, das Arabische lese ich jetzt nicht, das würde jetzt viel zu viel Zeit kosten. Ich habe es mit dir aufgeschrieben. Achtung jetzt, pass auf, was sagt Imam Qurtubi zu diesem Vers? Das ist wichtig in diesem Zusammenhang über das, was wir heute sprechen. Was wissen wir und was wissen wir nicht? Und die Aussage sagt Imam Qurtubi, also, وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهِ, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, keiner kennt sie außer Allah, sagt Imam Qurtubi, bedeutet, Achtung, dass ihre Anzahl und ihre Generation außer Allah keiner kennt. Keiner. Auch wenn die Leute der Stammbaumwissenschaft, man sagt dazu En-Nasibun, Nesebciler. Neseb nennt man den Stammbaum. En-Nasibun, ich hab das übersetzt als Stammbaumwissenschaft, als Generationenwissenschaft, so Familienstammbaum. Korrekturen können kommen, der Sinn wurde verstanden. Auch wenn die Leute der Stammbaumwissenschaft, die Öle bisschen warme. Genealogie. Gut, das ist der Fachbegriff dann dafür. Auch wenn die Leute der Genealogie, also der Stammbaumwissenschaft, die, Achtung, jetzt kommt's, die Generationen und Nationen bis Adam aufzählen. Warum sage ich das? Gerade um dieser Satz, bis Adam. Kennt ihr den Stammbaum des Propheten? Das geht bis Adnan. Von Adnan geht es bis Ismail, von Ismail geht es bis Ibrahim, dann Ibrahim, Ismail ist sowieso Vater, Sohn, dann bis Nuh, von Nuh, 3, 4, 5, 6, Methuschaleh, Falan, Filan, Idris und dann Adem, Shit. Jetzt aber, auch wenn die Leute der Stammbaumwissenschaft die Generation dann zum bis Adam aufzählen, behaupten sie nicht, dass dies auch alle sind. Ich sage nicht, was ich sage, ich sage, was Imam Qurtubi sagt. Das sind nicht alle. Sie bestätigen nur einige Familienstämme und andere nicht. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitbekam, Achtung, wie sein Stammbaum bis, das höre ich zum ersten Mal, wie sein Stammbaum bis Maat bin Adnan, also Maat und dann kommt Adnan. Diejenigen, die den Stammbaum des Propheten kennen, wissen, was ich meine. Und darüber hinaus aufgezählt wurde, also der Prophet hat mitbekommen, wie einer bis Maat bin Adnan, also bis Adnan kam. Damals in der Islamschule mussten wir das auswendig lernen. Haben wir natürlich vergessen. Und dann hat der Typ angefangen, nach Adnan aufzuzählen. Er will ja nach Ismail verbinden. Daraufhin hat der Prophet gesagt, Moment, und verlas den Vers, La ya'lamuhum illallah. Keiner kennt sie Allah, außer Allah, und fügte hinzu, wisst ihr, was der Prophet dazu gesagt hat? Die Stammbaumwissenschaftler haben gelogen. Kezibor en Nasibun. Die Stammbaumwissenschaftler haben gelogen. Es wurde von Urwa ibn Zubayr berichtet, dass er sagte, wir kennen keinen, der die Generation zwischen Adnan und Ismail kennt. Keinen. Ibn Abbas sagte dazu, zwischen Adnan und Ismail gibt es 30 unbekannte Personen. Als Ibn Abbas den Vers verlas, keiner kennt sie Allahs, außer Allah, verlas, sagte er ebenfalls, was sagte er? Kezaben Nasibun. Die Generationswissenschaftler, die Stammbaumwissenschaftler haben gelogen. Also das heißt, wenn wir den Stammbaum unseres Propheten a.s.w. aufzählen können, und die Araber, die sind sehr gut in Aufzählen von Stammbaumwissenschaften, ist bei Adnan Schicht im Schacht.
nach Adnan ist spekulativ und alles, was darüber hinausgeht, ist gelogen. Wenn schon, sage ich jetzt, der Stammbaum und die Generation in diesem Bereich unbekannt sind, wie dann zwischen Ismail und Nuh und davor die Generation Nationen, die gekommen und gegangen sind, bis Adam, von Idris, von Shit und von Methuschaleh und von vielen, vielen anderen. Wie kann jemand ganz genau sagen, zwischen ihnen sind diese und diese und diese Jahre? Keiner kann es sagen. Das ist, Alhamdulillah, die Aussage, die ich bei Imam Qurtubi, ich möchte das Wort Zufall nicht benutzen, aber ich sage es mal in diesem Kontext, damit ihr mich richtig versteht, aus Zufall gefunden habe. So. Jetzt möchte ich in einen sehr mysteriösen Teil der Geschichte mit euch hineintauchen, der im Rahmen eines islamischen Unterrichts jetzt in Deutschland zum ersten Mal erklärt wird. Und zwar, ich habe in anderen Unterrichten darüber berichtet, ich möchte euch eine Bubi Ilkiane im deutschsprachigen, in diesem Kontext über drei Zivilisationen, mysteriöse und spekulative und mystische Zivilisationen vor geraumer Zeit, und Allah weiß am besten, berichten. Diese drei Zivilisationen nennen wir Atlantis, Mu und Lemuria. Und nochmal, Allah weiß es am besten. Bitte hört mir zu, ich werde jetzt mal kurz gefasst über diese drei krassen Zivilisationen bzw. Kontinente berichten. Was hat das mit sich? Wenn ihr euch dieses anhört, nur anhört und euch notiert, abspeichert, reicht dieses Wissen aus über dieses Thema. Mehr darüber hinaus ist noch spekulativer, aber hört euch das bitte an. Ich werde das nachher mit etwas sehr Interessanterem verbinden. Erstens, ich möchte mal diese Landkarte hier einblenden, die ihr gerade seht, über das ganze Bild. Da seht ihr die Weltkarte. Diese Weltkarte seht ihr hier mit dem Zentrum in Mekka. Das in der Mitte von Atlantis soll es einen Kontinent namens Atlantis gegeben haben. Der Name sagt es ja schon, Atlantik, Atlantis. Der Kontinent von Asien, also Ostasien mit Japan, mit über den indonesischen Inseln, Indien gehört dazu, und Australien, also quasi der restliche Teil des Pazifiks, soll der Kontinent von Mu gewesen sein. Und im Pazifik drin soll es einen Kontinent namens Lemuria gegeben haben. Also über diese drei Kontinente möchte ich jetzt berichten, Stück für Stück. Erstens, das Thema von Atlantis. Ich meine, wer hat Atlantis bis jetzt noch nicht gehört? Also immer so eine ganz objektive Frage. Kennt jemand von euch Atlantis? Also hast du schon mal sowas gehört? Jeder hat das, also wenn, oder du hast noch nicht gehört? Ach, ich frag dich. Du? Also ja, also ihr habt, also genau, also alle Geschichten wurden schon mal gehört. Das heißt, also ich weiß, warum sage ich das? Als ich noch Kind gewesen war und ich bin bei meiner deutschen Familie aufgewachsen, und da hat der Mann, der mich erzogen hat, der jetzt auch wie gesagt seit 14 Jahren tot ist, der hat immer zu mir gesagt, es muss ja von irgendwo herkommen. Ess das Brot auf. Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich zähle sehr viel auf sprachliche Geschichte. Also für mich ist schriftliche Geschichte sehr wichtig, logisch, Schrift sind Belge, sind Dokumente. Aber noch wichtiger ist für mich persönlich gesehen sprachliche Rivayet, Berichterstattung. Es muss ja von irgendwo etwas kommen. Und er hat zu mir gesagt, ess das Brot auf, denn vor uns gab es ein Land namens Atlantis, die haben, wo sie in ihren Häusern Löcher drin hatte, also die haben Löcher in ihren Häusern drin gehabt, und sie haben diese Löcher mit Brot zugestopft. Und weil sie mit diesem Brot respektlos umgegangen sind, hat Gott sie vernichtet. Also das weiß ich als Kind noch. Vielleicht war ich 4 oder 5 oder 6 Jahre alt. Da kenne ich schon Atlantis. Und die sollen auf dem Wasser gelebt haben als Gott und sind dort untergegangen. Das habe ich noch als Kind im Kopf. Und als ich mich da mit dem Thema so ein bisschen, natürlich nicht tiefgründlich, logischerweise, wir haben ja in Anführungsstrichen Wichtigeres zu tun, aber als ich dann auch mal so mich
umgeschaut habe, auch in den Geschichtsbüchern insgesamt, sehe ich, dass überall dieses Wort Atlantis, Mu und Lemuria vorkommen. Und genau in diesem Unterricht möchte ich mal diese drei Kontinente bzw. Zivilisationen letztendlich ansprechen. Woher kommt das? Gab es sowas wirklich oder nicht? Jetzt in diesem Zusammenhang. Atlantis ist ein mystischer Kontinent, den Platon in den Dialogen von Timaeus und Kritias nutzte, um die Arroganz der Nationen allegorisch auszudrücken. Das heißt, wenn wir heute zurückforschen, sehen wir, dass Platon, also 300-400 Jahre vor Christus, ich betone zum ersten Mal diesen Namen Atlantis benutzte, um angeblich einige politische Sachen zu erklären. Also er hat eine Vorstellung von seinem perfekten Staat gehabt, sei es jetzt sozialistisch oder nicht, das ist jetzt gar nicht das Thema, aber er hat eine Staatsvorstellung gehabt und er hat gesagt, wenn ihr den Staat nicht so lebt, wie er ist, dann werdet ihr untergehen wie Atlantis. Und da kommt dieses Wort Atlantis zum ersten Mal quasi, sagen die heutigen Wissenschaftler, die allgemeinen, man sagt Mainstream, kommt das dort vor. Deswegen sagen die, naja, das ist eine Lüge, das ist eine Utopie von Platon, die zum ersten Mal 400 vor Christus aufgegriffen wird. Weil da haben wir zum ersten Mal, sagen die, einen Beleg. In Platons Geschichte befindet sich Atlantis jenseits der Säulen des Herkules, eroberte viele Teile Westeuropas und Afrikas und versuchte 9000 Jahre vor Solons Zeit, das heißt 9000 vor Christus, Athen zu erobern. Das sagt Platon. Aber es ist eine Zivilisation, die scheiterte, sagt Platon, Achtung, und über Nacht im Ozean versank. Das ist die offizielle Geschichte von Platon, wo jeder Wissenschaftler heute sagt, da sehen wir die Geschichte von Atlantis. Wir wissen aber nicht, warum Platon das berichtet hat. Viele sagen, das ist einfach nur ein Beispiel des Staatssystems gewesen. Aber jetzt kommt es für uns wichtig. Achtung, wir ziehen nämlich jetzt 9000 vor Christus. Atlantis hatte dadurch einen erheblichen Einfluss auf die Literatur, durch Platon. Obwohl es in Platons Werken keine bedeutende Rolle spielte. Andererseits interpretierten bestimmte Leute des 19. Jahrhunderts Platons Geschichtserzählstil, was zu vielen Spekulationen führte. Als Ergebnis dieser Spekulation wurde Atlantis zum gebräuchlichen Namen sogenannter verlorener Zivilisation, also als Sammelwerk. Jede verlorene Zivilisation nannte man Atlantis, die in der Vorgeschichte lebten und über fortschrittliche Technologie verfügten und viele fiktive Werke, Comics und Filme inspirierten. Als eingebettete Geschichte in Platons Dialogen wird Atlantis oft als Mythos angesehen, den Platon geschaffen hat, um seine politischen Themen zu erklären. Obwohl der Zweck der Atlantis-Geschichte für viele offensichtlich ist, ist es umstritten, wie viel von Platons Geschichte, Achtung, jetzt kommen wir zum ersten wichtigen Punkt, wie viel von Platons Geschichte aus antiken Geschichten zusammengestellt ist. Also jetzt kommen sie und sagen, ja, Platon hat sich einiges ausgedacht, aber der hat die Informationen aus noch alten Geschichten zusammengekratzt. Einige Gelehrte argumentierten, dass Platon die Geschichte, Achtung, mit dem Vulkanausbruch von Thera oder einigen Elementen aus dem Trojanischen Krieg geschaffen hat. Während andere argumentieren, dass sie von Ereignissen wie der Zerstörung von Helike im Jahre 373 oder 413 vor Christus stammen. In einem Philosophievortrag im Haus von Sokrates im Jahr 421 vor Christus erzählte der athenische Staatsmann Kritias, Achtung, von der Legende, ich möchte jetzt von Griechenland nämlich weg von Platon. Das ist der wichtige Satz, jetzt der kommt. Von der Legende, die ihm sein Großvater Dropides ermittelt hat. Es ist der berühmte griechische Dichter Solon, der die Geschichte seinem Großvater Dropides erzählte. Solons Quelle, jetzt, ist ein ägyptischer Mönch, jetzt gehen wir von Griechenland nach Ägypten. Solons Quelle über Atlantis ist ein ägyptischer Mönch, den er während seines Aufenthalts in Ägypten traf. Und dem Mönch zufolge ereigneten sich die Ereignisse, weil der Mönch aus Ägypten hat ihn über Atlantis berichtet. Und dieser Mönch hat gesagt, Atlantis ging unter. Er berichtet über diese Zivilisation von Atlantis und sagt, der datiert das um 9000 vor Christus. Das heißt, Platons Wissen kommt eigentlich über eine bekannte Kette von Solon aus einem
Mönch von einem Mönch aus Ägypten. Laut Plutarch war der Name des Priesters, der in der Stadt Sais und mit Salon sprach, Sonches. Laut Clemens von Alexandria ist dies auch der Name des ägyptischen Priesters, der Pythagoras, kennt ihr den Satz von Pythagoras, unterrichtete. Platon ist sowohl mit Kritias als auch mit Solon verwandt. Darüber hinaus besuchte er selbst mehrere Jahre lang Ägypten und wurde inszeniert. Aus diesem Grund glauben einige atlantischen Forscher, dass er dort Informationen über Atlantis gesammelt hat. Das ist hier ein sehr wichtiger Sprung, den ich im Unterricht untermauern werde, bevor er darüber sprach. Laut Platon war dieser Kontinent sehr reich und wurde von edlen Leuten regiert. Es war infolge einer Katastrophe, dass dieses Kontinent in Atlantik oder woanders untergegangen ist. Das Volk von Atlantis. Das heißt, wir erkennen hier, dass diese Geschichte schon die alten Ägypter kannten. Und die Leute von Griechenland haben die aus den alten Inschriften der Ägypter geholt, die Geschichte von Atlantis. Nach einer Interpretation, und ich habe in Unterrichten darüber berichtet, werden sie im, Achtung, ihr müsst meine Sätze ganz hören, nach einer Interpretation, das heißt Batini-Übersetzung, werden sie auch im Koran die Atlantis aus das Volk von Ad berichtet. Die Ad. Als Ad Kaume berichtet. Das ist spekulativ. Ich habe darüber einen Unterricht berichtet, einmal, wo ich über den Mars berichte. Ich habe alle Berichte von dem Volk von Ad berichtet und habe gesagt, obwohl doch bekannt ist eigentlich, dass das Volk von Ad im südlichen Jemen und das zweite Volk von Ad, Thamud, im Nordwesten von Aral, also Petra, lebte, wo Allah sagt, sie haben ihre Häuser in die Berge reingestemmt, sehen wir keinen Konsens bei den Tafsir-Gelehrten. Und das war ein Unterricht gewesen, wo ich mal sehr gründlich über das Volk von Ad berichtet habe, dass eigentlich die Gelehrten des Tafsirs nicht auf sich auf einen Ort festsetzen. Ich habe dazu aber gesagt, um alles unter einem Dach zu bringen, das ist ja der Zweck des Koranprojekts, ich sage, es gibt im Koran eine Zahiri-Bedeutung. Das ist das Wunder des Korans. Wenn im Koran über Ad und Thamud berichtet wird, ist an erster Stelle die Völker von Jemen, also von Hadramaut, und von Nordwestarabien berichtet. Aber im Koran hat ein Vers mehrere Bedeutungen. Das heißt, man kann im Koran, das ist ein Wunder des Korans, mit einem Vers gleichzeitig mehrere Geschichten erzählen. Ich habe in einigen Koranprojekten sogar mit einigen Verspassagen das gemacht. Ich habe gesagt, diese Verspassage, wenn du das so liest, gibt es die Bedeutung. Und wenn du sie so liest, hat es eine ganz andere Bedeutung, die sich nicht widerspricht. Wenn ihr die Koranprojekte euch anhört, werdet ihr das vor allem bei den, in den ersten Jahren sehr oft von mir gesehen haben, dass ich Koranpassagen so erklärt habe im Rahmen der Mufassirun. Und ich sage, dass diese Geschichten von Ad und von Thamud genau diesen gleichen Effekt haben. Das heißt, es kann damit erstmal ein offenkundliches Volk berichtet sein, aber gleichzeitig kann auch das Volk von Ad, das heißt von Atlantis, damit gemeint sein. Ich betone nicht, dass es so ist. Ich sage, es kann es so sein. Warum es so ist, komme ich ja jetzt dazu. Nach einer Interpretation werden sie im Koran auch als das Volk von Ad bezeichnen. Sowieso in den letzten Unterrichten habe ich darüber berichtet. Als Adland, Achtung, jetzt wichtig, als Adland in nordischen Sprachen ebenfalls vorhanden. In nordischen Sprachen, in Dänemark, in Skandinavien, in Norwegen. Nach Ansicht einiger Forscher bedeutet Adam auf Hebräisch das Wort Adama, das den ersten Menschen bezeichnet, und Adi, was auf Sanskrit Erster und Anfang bedeutet. Und der Name, die den Aryens, dem ersten sprechenden Menschen, ebenfalls spätlichen Spezies, Adi, den Pygären Attis, Adige bei den Kaukasiern, Atea bei den Polynesen, Atee in Troja, Azlean-Insel in der aztekischen Mythologie und Ad, Ada oder Atta, Vater in vielen Sprachen sogar auf Türkisch bedeutet. Es wird angenommen, dass zwischen den Wörtern Ad und dem Namen des Stammes Ad ein etymologischer Zusammenhang besteht. Und wir sagen wie? Allah weiß es letztendlich am besten. Aber wir sehen diesen etymologischen Zusammenhang.
ein bestimmter Schreiber erklärte, James Churchward erklärte, Atlantis sei eine Kolonie der legendären Mu-Zivilisation gewesen. Das heißt, diese Leute sagen, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen, vorher gab es einen Kontinent, der hieß Mu. Dieser Kontinent namens Mu, komme ich gleich dazu, ist untergegangen. Und aus diesem Kontinent ist eine neue Zivilisation entstanden. Sie hieß Atlantis. Dann ist Atlantis untergegangen. Und wer ist dann entstanden? Lemuria? Nein, komme ich gleich dazu. Lemuria steht noch davor geschrieben. Die Griechen? Nee, komme ich gleich dazu. Das ist eine sehr, sehr interessante Theorie hier. Damit ihr nur versteht, also Atlantis soll aus Mu entstanden sein. Aus der Geschichte hier. Er war als Unteroffizier, dieser James Churchward, war als Unteroffizier der britischen Armee in Tibet, bereiste die Welt und führte Forschungen durch. James Churchward entdeckte das wichtigste dieser Dokumente 1883 in einem Kloster im Westen Tibets. Beim Besuch der Klöster in Tibet im Rahmen seiner Forschung über die Ursprünge antiker Religionen stieß Churchward, der in Tibet Dienst hat, auf ein Kloster in Westtibet und den Hohenpriester dieses Klosters Rishi, eines der führenden Mitglieder von der Bruderschaft der großen Priester, erzählte Churchward, dass bereits 15.000 Jahre lang die Nakal-Tafeln gezeigt wurden. Also der berichtet 1883 von den Nakal-Tafeln, die 15.000 Jahre alt sind, die im westlichen Tibet sind, wo dort im Westtibet über dem Kontinent von Mu berichtet wird. Achtung, in den von Ramses III. Verfassten Schriften wird erzählt, dass die Atlantier, Ramses III., also Ägypten, aus dem Land und den Inseln am großen Wasserkreis vom Ende der Welt ab der 9. Generation stammten. Diese Region zwischen den 52. und 57. Breitengraden. Also Ramses III. Soll hier schon über Atlantis berichtet haben, von denen sie abstammen, der am äußersten Kreis des Wasserkreises, also ab Atlantis gelebt haben. Ramses III. Berichtet das. Der berühmte Historiker Renan hingegen äußerte seine Zweifel, das ist hier sehr wichtig, an der ägyptischen Zivilisation, die wir heute kennen. Wenn wir heute über die ägyptischen Zivilisationen reden, dann reden wir über Dynastien. Die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Dynastie. Wir kennen diese Geschichten. So. Aber jetzt wird hier über diesen Historiker Zweifel über die ägyptische Zivilisation insgesamt aufgestellt und behauptet überraschenderweise, und das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass die ägyptische Zivilisation keine Jugend hatte. Das heißt, Mısırlıların öncesi yok. Also die Ägypter, die haben keine Kindheitsgeschichte. Jeder kennt doch, wenn eine Zivilisation Kind ist, dann, also mit Kind meine ich jetzt nicht Kind, sondern in ihre jungen Geschichten. Sie entwickelt sich fort, wird irgendwann zivilisiert und geht unter. Jetzt sagen die Historiker, in der ägyptischen Zivilisation gibt es die Kindheit nicht. Plötzlich ist eine intellektuelle Zivilisation, die Pyramiden baut. Pyramiden baut? Fragezeichen. Die Zivilisation der Ägypter ist plötzlich da, ohne eine Vorgeschichte zu haben. Und sind plötzlich da mit irgendwelchen Sachen, die wir heute als unerklärlich erklären. So sagt er, es ist so bei Ägypten, dass dieses Land seine Jugend nie erlebt hätte. Als ob es von Anfang an reif, ausgewachsen und völlig frei von mythologischen und heroischen Zeitaltern gewesen ist. Die ägyptische Zivilisation hat keine Kinderepoche und ihre Kunst hat keine antike Epoche. Weil die Geschichte der Ägypter ist sowieso antik, aber in der antiken Geschichte der Ägypter findest du keine Antike. Die ägyptische Zivilisation war zu dieser Zeit, in der wir sie kennen, komplett ausgereift gewesen. Wenn sie ausgereift ist, sagen sie, wo ist der Anfang davon? Wo sind die Stufen? Die gibt es nicht. Sage ich nicht, sagen sie. Herodot stellt in seinem Werk
Eutepäer auch fest, dass die schriftliche Geschichte der ägyptischen Priester, sich bis 12.000 Jahre vor seiner Zeit zurückzieht. Das heißt, bis zum Untergang Atlantis. Haben wir eine schriftliche Geschichte. Im edlen Koran gibt es einen bestimmten Vers. Da steht geschrieben, in der Sure Mu'min, im 30. bis 31. Vers, da kennt ihr diesen Mu'min, diesen Glaubenden im Schloss Pharaos. Ne? Wir haben Unterricht darüber gemacht. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ Derjenige, der glaubte, wir sind in der Zeit Pharaos, sagte, O mein Volk, der Mu'min, der versteckte Gläubige im Schloss Pharaos. Wir haben Unterricht darüber gemacht. Er sagte plötzlich, dieser Mann im Schloss von Pharaos, O mein Volk, gewiss, ich fürchte für euch etwas Gleiches wie den Tag der Gruppierung. Etwas Gleichartiges wie das, was dem Volk Noahs, den Ad, den Thamud und denjenigen, die nach ihnen waren, widerfuhr. Und Allah will keine Ungerechtigkeit für die Diener. Der obige Vers, den ich verlesen habe, ist das Wort eines gläubigen Ägypters während des Gesprächs zwischen Moses und dem Pharao ungefähr zwischen dem Jahr 2000 ungefähr vor Christus, 1500 bis 2000. Daraus geht hervor, dass die alten Ägypter sich der Menschen in Ad, Thamud oder Ad Atlantis, Thamud, Mu, Ableitung, bewusst waren, wenn dies das bedeuten sollte. Also wenn der Mann im Schloss von Pharao über diese Generation berichtet, dann müssen sie dieses Wissen gehabt haben. Wichtig ist hier die Zeit 12.000 vor 9 bis 12.000 vor Christus. Unter dem Eis in Nordsibirien liegen Zehntausende gefrorene Mammutleichen. Jeder kennt sie von euch. Diejenigen, die sich damit aus... In Sibirien Tausende von gefrorenen Mammutleichen. Tamam. Und wisst ihr, was bei diesen Mammutleichen sehr mysteriös ist? Wisst ihr, was mysteriös ist? Kennt ihr eine Sache, vielleicht nur damit ich mal frage, ob ihr damit, oder vielleicht kennt sich einer damit aus? Die wollen doch die jetzt klonen. Nein, nein, das nicht. Bei diesen Leichen ist was sehr Mysteriöses. Das ist doch ja. Als das aufgetaut ist, hat es angefangen zu stinken und da kamen schon die Krähen und die genau. Aasfresser und haben 10.000 Jahre altes Fleisch gegessen. Genau. Das heißt, die Mammutleichen, die dort gestorben sind, die haben das Essen noch im Bauch gehabt. Einige sagen Fleisch, einige sagen normale Pflanzen, die noch nicht, und das ist ja sehr wichtig, nicht durch den Magen verdaut worden sind. Das heißt, die da oben, die Mammuts, die müssen einem plötzlichen Tod gestorben sein. Und plötzlicher Tod heißt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber binnen 6 bis 12 Stunden. Das Essen war noch nicht verdaut gewesen. Und wir reden nicht von einem Fall, die bis heute eingefroren sind. So, was ist das? Hier muss was Plötzliches passiert sein. Es wurde berichtet, dass Ende des letzten Jahrtausends mindestens 20.000 dieser Mammuts durch die Gewinnung von Elfenbein in sehr gutem Zustand auf den Markt gebracht wurden. Es ist klar, dass diese Mammuts Opfer eines Massenkatastrophe gewesen waren. Es wurde beobachtet, dass einige dieser Mammuts, die an einem plötzlichen Frost starben, Gras im Maul hatten, die sie noch fraßen. Carbon-Tests zeigen, dass sie etwa vor 12.000 Jahren ausgestorben sind. Vor 12.000 Jahren ist irgendetwas auf dieser Welt passiert. Wir wissen aber nicht was. Vor 12.000 Jahren beginnt die schriftliche Geschichte der heutigen Ägypter. Die schriftliche. Vor 12.000 Jahren ist der Ort von Göbekli Tepe in Urfa untergegangen. Vor 12.000 Jahren gab es bestimmte Knickpunkte auf der ganzen Welt. Was ist da passiert? Datierungen sagen, diese Kontinente sind 12.000 plus minus 1.000 Jahre Tabike untergegangen. Das ist Fakt. Das ist nicht spekulativ jetzt. Also vor 12.000 Jahren ist etwas passiert. Und wir wissen, dass auf jeden Fall eine bestimmte Epoche angefangen und eine bestimmte Epoche aufgehört hat. Ja? Die Holozän ist die jahreszeitliche Temperaturperiode, in der wir heute leben. Man nennt diese Holozän. Es begann vor etwa 14.000 Jahren. Davor herrschte die Eiszeit.
Einige tausend Jahre nach Beginn des Holozäns, vor etwa 11.500 bis 12.800 Jahren, gibt es jedoch eine Periode namens Jüngere Dryas, eine Periode von ungefähr 1.000 Jahren im Holozän, die als große, Achtung, wichtiges Wort, die als große Frostperiode bezeichnet wird. Diese Periode kam vor allem auf der Nordhalbkugel vor. Wir reden von 1.000 Jahre plötzliche Frostperiode. Dondular, die sind eingefroren. In der Sura Haqqa im 6. und 7. Vers steht etwas Besonderes geschrieben und da steht etwas Hervorstechendes. Vor allem das, was das Wort Husumen bedeutet. Dieses Wort hat sowohl mit Kälte als auch mit Pech zu tun. In Verbindung mit dem Wort Tage können Frosttage auch sehr kalte Perioden sein, wo diese Frost eine Zivilisation ausgelöscht hat. So sagt Allah, وَأَمَّا عَادٌ und was die Art angeht, فَأُخْلِكُوا بِرِيْهِنْ صَرْصَرٍ عَاتِيَ so wurden sie durch einen heftig wehenden, eiskalten Wind vernichtet. Und was sagen wir? Wir sagen, Allahu Alam dazu. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد in der Sura Fajr. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr? إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد mit der Stadt Irem, mit den Stützen. Atlantis soll auch eine Stadt mit extremen Stützen gewesen sein. Aber jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz über die Stadt Irem. Wenn sie nicht in Jemen ist, steht hier geschrieben, التي لم يخلق مثلها في البلاد dergleichen nicht erschaffen wurden in den Ländern. Es gab keine Stadt bis heute und bis Akhiret, bis zum Tag von Qiyamet, die so gebaut worden ist wie die Stadt von Irem. Und Irem wird mit Art in Anführungsstrichen, ich setze immer in Anführungsstrichen, ich weiß es nicht, ich sage nur spekulativ, Atlantis gemeint werden könnte. Wir sagen ja auch, spekulativ liegt Atlantis im nördlichen Teil der Halbkugel, Atlantis. Kann aber auch, Achtung, kann aber auch ein festes Land sein, was heute nicht mehr existiert, zum Beispiel am Nordpol. Kann aber auch wirklich Jemen sein, Atlantis. Wir wissen es nicht, aber dieses Land gab es. Und es ist sehr interessant, dass dieses Wort Atlantis mit unterschiedlichen Wortänderungen in vielen Kulturen vorkommt. Und interessanterweise sogar im nördlichen und südlichen Teil von Amerika. Da Städte heute noch Atlantis-ähnliche Namen haben. Ich habe keine Lust gehabt, jetzt mit hier alles aufzusehen. Zum Thema Atlantis fasse ich nur eins zusammen. Es ist wahrscheinlich, dass zu dieser Zeit ein riesiger Meteorit, Allahu Alam, sagen wir, ich habe es entnommen, die Erde traf. Entweder brachte es die Erdumlaufbahn näher an die Sonne heran oder es änderte die Achse, wodurch eine wodurch neue Gletschergebiete entstanden und der Gletscher abschmolz. Somit muss die Verschiebung der Pole Norden und Süden auch zu Klimaveränderungen geführt haben, zu plötzlichen Klimaveränderungen geführt haben. Wie sonst, Achtung, mysteriöse und spekulative Zeit, wie sonst sind die Wälder unter dem Eis an den Polen zu erklären? Unter dem Nordpol gibt es Wälder. Wie sind die zu erklären? Es ist interessant, hört mir genau zu, dass ein solcher Achsenwechsel, Norden und Süden, was sagt unser Prophet, wenn die Sonne aus dem Westen aufgeht, Dimme, da wird die Reue eines Gläubigen nicht mehr akzeptiert werden und der Glaube eines Ungläubigen nicht mehr akzeptiert werden. So macht Taube, sagt unser Prophet, alles Sahih, alles Buhari Hadith, Sahih Muslim Hadith, so macht Tauba und Istighfar, bevor die Sonne im Westen aufgeht, weil die Tür von Istighfar, von Tauba, von der Reue, ist so lange offen, sagt der Prophet. Was sagt er? Bis die Sonne aus dem Westen aufgeht. Ich habe immer als Kind gedacht, das wäre ein bisschen übertrieben, als Jugendlicher, wo ich mich über den Islam beschäftigt habe, das ist ein Zeichen Allahs, ist es ja auch. Komischerweise in der Bibel, also Neues und Altes Testament, siehst du nirgendwo ein Vers vom Aufgang der Sonne als Weltuntergangszeichen aus dem Westen.
Gibt es nicht. Das gibt es nicht. Nirgendwo kommt das in der Bibel vor. Habe ich gesagt, das ist der Koran. Im Koran kommt das vor. Also Mohammed kann den Koran nicht kopiert haben. Das ist sowieso klar. Aber Frage ist, die Bibel ist doch trotzdem das Wort Gottes, auch wenn es verändert worden ist. Warum kommt das nicht vor? Weil Dajjal kommt vor in der Bibel, Antichrist. Gog und Magog kommt vor, Yajuj und Majuj kommt vor. Vieles kommt vor. Sogar vieles kommt so vor, dass bei uns nicht vorkam, das haben die Gelehrten genommen, als haben Israeliat bei uns eingefügt. Aber die Sonne aus dem Westen, was eines der größten Eschratussar ist, und kommt nicht vor. Jetzt ist interessant, der Prophet sagt aber, alayhi salatu wassalam, die Sonne wird aus dem Osten untergehen und wird im Westen aufgehen. Ganz klar. Ich habe auch das als ein geografisches Wunder erzählt. Der Prophet sagt, die Zeit wird über euch nicht kommen, also der Weltuntergang wird über euch nicht kommen, bevor in Arabien Wüsten, in der arabischen Wüste Bäume entstehen, Gras entsteht, Wiesen entstehen. Und vor allem seit diesem Jahr in Mekka, in Medina, früher, wenn wir von Jeddah gelandet sind und du bist nach Medina, nach Mekka mit dem Bus, war links und rechts Wüste, jetzt ist grün. Kamele grasen auf den Straßenrändern in Mekka, Gras von der Straße. Der Prophet sagt, über euch wird eine Zeit kommen, bevor die Welt untergeht, da werden auf der arabischen Halbinsel Flüsse und Wälder entstehen. Und die Sonne wird aus dem Westen aufgehen. Ich ergänze dazu, um das mal zu erklären, Allah ist Adil Mutlak. Allah ist gerecht, sogar in der Geografie. So wie Allah, als er Adam auf die Menschheit gesandt hat, also der erste Mensch auf die Welt kam, vor tausenden von Jahren, Allah kennt nur die Zahl, da war Arabien grün gewesen, wie der mittelafrikanische Kontinent auch. Und Adam kam dorthin, es war grün. Es waren Flüsse. Aber Allah hat die Geografie, die Wüste und die Eiszeit auf der ganzen Welt komplett einmal durchgehen lassen, dass zum Schluss wieder alles genau wie am Anfang gewesen ist. Das heißt, wieder auf seinem Originalpunkt zurückkommen wird. Das heißt, es wird wieder grün werden. Wir gehen mit großen Schritten drauf zu. Aber eins der wichtigsten Punkte und Erklärungen dafür ist die Achsenverschiebung von Nord- und Südpol. Es ist interessant, dass ein solcher Achsenwechsel sowohl im Buch Henoch, in den Apokryphen, als auch von Herodot, von den ägyptischen Priestern gehört hat. Ägyptische Priester. Als auch in vielen antiken Aufzeichnungen erklärt wird. Nach dem, was die ägyptischen Priester Herodot erzählten, sagten die, wisst ihr, was die ägyptischen Priester sagten? Die Sonne ging einst im Westen auf und im Westen, Achtung, die Sonne ging einst im Westen auf und im Osten unter. Das sagen die ägyptischen Priester. Einer berichtet namens Pomponius Mela, der sagte, Achtung, ein sehr wichtiger Satz im heutigen Unterricht. Pomponius Mela sagte, die Ägypter sind stolz darauf, eines der ältesten Völker der Welt zu sein. In ihren Inschriften steht geschrieben, dass der Weg der Sterne seit ihrem Anbeginn viermal ihre Wege geändert haben und dass die Sonne von dem Ort, wo sie heute aufgeht, in früheren Zeiten zweimal untergegangen ist. Verstehen wir vielleicht jetzt den Vers ein bisschen anders, wo Allah in der Sura sagt, Ar-Rahman, Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Er ist Herr, Allah, der Herr von beiden Osten und von beiden Westen. Die Ägypter berichten das, dass die Sonne früher an dem Ort, wo sie heute unterging, zweimal aufgegangen ist. Also muss es nach Inschriften der Ägypter zweimal mindestens eine Achsenverschiebung gegeben haben. Das ist enorm. Woher kommt das Wissen? Komme ich zum zweiten Kontinent. Der wird nicht so lang sein, er wird immer kleiner. Komme ich zum Mu-Kontinent. Und übrigens, vielleicht mal als politischen Vorwort oder politische Erklärung, Mu ist ein Kontinent, wo Atatürk heiß drauf gewesen ist. Atatürk, ich sage einfach mal Atatürk, Mustafa Kemal, ist auch egal, wie der hieß,
Sein richtiger Name war Kamal Atatürk. Er wollte Kamal heißen, weil er hat gesagt, Kemaller tüm hepsi eşektir. Er wollte den Namen Kemal nicht haben, das sagt er wirklich, deswegen heißt er Kamal. Steht auch in seinem Pass drin geschrieben, Kamal Atatürk. Ist auch egal, wie er ist. Aber auf jeden Fall hat er eine Studie gemacht, um den Kontinent von Mu zu erforschen. Das ist dokumentiert. Er wollte Mu erforschen, um zu gucken, ob die Türken, natürlich ist da drin ein nationalistischer, genau wie damals die Nazis nach Tibet gegangen sind, um die Arier zu forschen, also Schädelberechnungen, ne, und so. Vor allem Heinrich Himmler hat diese Sache, weil er sehr ein Okkult gewesen war, ein Esoteriker gewesen war. Da könnt ihr mal auf die Wewelsburg hier gehen, zwischen Kassel und Dortmund, da seht ihr diesen Okkult der Nazis mit einer bestimmten Organisation namens Thule, merkt euch das mal, TH, Thule Organisation aus Skandinavien, die ist sehr brutal. Hat auch ein bisschen mit der Geschichte was, so ein bisschen so, was wir heute so ein bisschen ansprechen. So hat Atatürk auch versucht, die Geschichte der Türken auf einen Ahn zurückzuführen, auf die Mu-Zivilisation. Er hat auch einige Leute nach Inkas geschickt, zu den Mayas, um zu gucken, ob die Türken nicht mit den Mayas verwandt sind. Also dieses Wissen war bekannt. Warum hat Atatürk das gemacht? Weil er einfach die Beziehung zu Adam abbrechen wollte. Deswegen, wie bei Öcalan zum Beispiel, die haben gesagt, die Geschichte kommt von den Sumerern. Und dies und das. Akadir Musulullah sagt, Kemalistler Yamyamların arkasından koştu, um ihre eigene Generation zu verleugnen. Also sie sind quasi hinter Kannibalen hergelaufen, nur um ihre eigene wahre Geschichte zu verleugnen. Das ist natürlich so, aber was für uns hier wichtig ist, sogar Mustafa Kemal hat eine Delegation geschickt, ein Forscherteam geschickt, um diesen Kontinent oder diese Zivilisation von Mu zu erforschen. So, Mu war angeblich ein sagenhafter Kontinent, der je nach Autor meist im Pazifik, also wir sind jetzt von Atlantis weg im Pazifik, aber auch im Atlantik verortet wird. Ähnlich wie Atlantis soll dieser Kontinent während einer rezenten Periode der Erdgeschichte in den Meeresfluten verschwunden sein. Akibet eine. Zur Ausdehnung dieser vermeintlichen Landesmasse existieren unterschiedliche Vorstellungen. Allgemein wurde von Anhängern dieser Hypothese vorausgesetzt, Mu habe sich zur Zeit seiner größten Ausdehnung im Westen von den Gewässern, die an das heutige ostchinesische Meer grenzen, bis in den östlichen Pazifik hinein erstreckt und im Süden bis zur Osterseeinsel. Also bis zur Osterinsel. Ich habe vorhin diese Landkarte eingeblendet. Die Vorstellung, es habe einen versunkenen Kontinent namens Mu gegeben, Mu, geht zurück auf die Arbeiten des französischen Historikers, Ethnologen und Archäologen Charles, ich kann Französisch nicht, Etienne oder sowas, im 19. Jahrhundert, der sich allerdings auf Platons Atlantis bezog, das das unzureichende Landeralphabet entzifferte, meinte er, in ihnen den Begriff Mu entnehmen zu können. Achtung! Der britische Erfinder, Bauingenieur, Schriftsteller und Weltbummler James Churchward, ein jüngerer Zeitgenosse und Bekannter von ihm, war schließlich der erste Autor, der in diesen Abhandlungen und Büchern die Idee eines pazifischen Mu präsentierte und populär machte, also im Pazifik. Mu ist hier sehr wichtig. Angeblich hatte ein indischer Priester uralte Täfelchen gezeigt, die darauf hindeuten, über diesen Kontinent in Indien. Hawaii ist im Pazifik, sowie alle heutigen Pazifikinseln seien, so Churchward, vormalige Berggipfel und Überreste dieses versunkenen Kontinents, der etwa vor 50 bis 25.000 Jahre, ja, im Verlauf wiederholter katalysmischer, unter anderem durch den Einsturz gewaltiger unterirdischen Höhen, verursachte Erdbeben, zerbrochen und gesunken ist. Das heißt, von 50.000 vor Christus bis 25.000 vor Christus, also in einer Zeitspanne von 25.000 Jahren, soll dieser Kontinent mehrmals zerstört worden sein, dass er letztendlich 25.000 vor Christus komplett untergegangen ist. Bei der größten dieser Katastrophen, jetzt Achtung, haltet euch fest. Bei der größten dieser Katastrophen, das muss ja 25.000 vor Christus gewesen sein, sollen circa 64 Millionen Menschen ums Leben gekommen sein. Also 25.000 Jahre vor Christus,
Bei der größten Katastrophe sollen 64 Millionen Menschen ums Leben gekommen sein. Auf diese angebliche von George Watt als Nakal bezeichnete Urkultur, diese Tafel, hatte sich vor ihm bereits Le Plongon bezogen. Wie jener behauptete auch George Watt, also der hat 1926 gelebt, die Zivilisation des alten Ägyptens stamme letztendlich von den Nakal ab. Tamam. So erläuterte er, der Name des ägyptischen Sonnengottes Ra, kennt ihr diesen Sonnengott Ra, sei ein Begriff aus der vermeintlichen Nakal-Sprache, in welche Ra sowohl eine Bezeichnung für die Sonne als auch für ihren Gott und Herrscher gewesen sei. Bereits 1924 hatte der schottische, neuseeländische Universitätsprofessor John Macmillan Brown eine Philologie vermutet, die megalithischen Strukturen auf vielen Inseln des Pazifikraums stellten. Hier komme ich jetzt auf was sehr Wichtiges, auf was Faktisches. Im Pazifikraum stellten einen deutlichen Hinweis auf die vormalige Existenz einer uralten Hochkultur sowie auf eine sehr spät versunkene Landmasse dar, auf welche diese Kultur beheimatet gewesen sei. Punkt. Jetzt möchte ich hier mal kurz zwei Bilder hier einblenden. Es gibt im Raum des Pazifiks, der Raum Pazifik heißt Japan, Ostchina, Indonesien, Australien, Neuseeland, Hawaii und so ein bisschen so geht das natürlich nach in Ostamerika rüber. Sehen wir Steinarten, die gleiche Kultur aufzeigen. Aber die sind komplett voneinander geteilt. Das heißt, sie können nach damaligen, heutigen Vorstellungen gar nicht miteinander eine Kultur geteilt haben. Aber wir sehen, dass hier eine Kultur, und sie wird datiert auf 25.000 bis 50.000 vor Christus, diese Bauten übrig gelassen hat. Wir reden vom Kontinent Mu. Bitte, ich mache weiter. Über Atatürk habe ich das bezählt, das kommt jetzt hier gerade nochmal vor. Jetzt kommt hier was noch Wichtigeres. Auftrieb über den Kontinent von Ku und Mu, von der Versunkenen, bekam die Mu-Hypothese zu Beginn der 1990er Jahre auch durch die Veröffentlichung des Meeresgeologen Masaki Kimura zum sogenannten Yanaguni-Monument einer seit Jahrtausenden überfluteten, Achtung, vermutlich wird hier vermutet, die Wissenschaftler sagen, natürlich entstandenen, aber vormals von Menschen bearbeiteten und genutzten Felsstruktur von der heutigen Küste der japanischen Insel Yanaguni. Ich möchte jetzt hier komplett 5 Bilder einblenden, die nach Mu-Theorie beweisen, dass der Kontinent von Mu von den Küsten Japans steht. Und hier seht ihr quasi im Untergang, das wurde 1990 entdeckt, die Stadt oder das Kontinent oder die Zivilisation von Mu, die tausende von Jahren zurückliegt und wirklich in diesem Raum auch untergegangen ist. Und wenn ihr mal guckt, also ich habe jetzt natürlich nicht alles hier ausdrucken lassen, das wären nämlich 25 Bilder jetzt gewesen, Kerek Yokdo, ne? Wenn ihr euch das mal anguckt, dann werdet ihr sehen, dass diese Bauten alles, Achtung, alles sind, aber keinen natürlichen Ursprung haben. Hier ist eine untergegangene Zivilisation ganz klar zu erkennen, wie hier Stufen zu erkennen sind, Säulen zu erkennen sind, die untergegangen sind. 1990 wurde das vor den Küsten Japans aufgenommen. Sambunubi Al. Ah, genau, dass du mal kurz rumgehen lassen kann, weil ich das jetzt übers ganze Internet nicht einblenden lassen kann, damit das man mal kurz mal sieht, weil das sind ja letztendlich keine Fake-Bilder. Das zum Kontinent Mu, eine Sache nur zur Lemuria. Atlantis ist spekulativ, kann gegeben haben, Mu ist auch spekulativ, kann auch gegeben haben, wir wissen es alles nicht, aber ich sage, was die Geschichte berichtet. Das ist nur ein Denkanstoß, was ich mache. Und ich wollte im Koranprojekt unbedingt mal darüber berichtet haben. Jetzt komme ich aber zu einem Kontinent, nur eine Seite, inshallah. Und ich werde das gleich jetzt mal verbinden. Über einen Kontinent namens Lemuria. Und Lemuria ist krass. Und zwar,
Lemuria bezeichnet man hingegen einen hypothetischen, versunkenen Kontinent oder eine Landbrücke, die entweder zwischen Madagaskar und Indien oder zwischen Australien und Amerika gelegen haben soll. Achtung, Lemuria spielt heute vor allem in der Esoterik eine Rolle. Also Lemuria ist ein, also bei Atlantis und bei Mu können wir oder geht die Geschichte von Menschen aus, von Zivilisation, die untergegangen ist, also von menschlichen Zivilisationen. Bei Lemuria ist es was ganz anderes. Was ganz anderes. Das hat nämlich einen esoterischen Hintergrund, dieser Kontinent namens Lemuria. Und da sagt man, nach einigen war es der Kontinent Lemuria, auf dem vor Adam die Dämonen gelebt haben. Wir sagen ja, vor Adam haben Dämonen auf der Welt gelebt. Jetzt sagt die Esoterik, dieser Kontinent soll der Kontinent Lemuria gewesen sein. Gineria Shadorda. So. Nach anderer Meinung lebten dort die gefallenen Engel. Die Schmischmelekler. Wo sollen die gelebt haben? Nach der esoterischen. Jetzt wirst du sagen, Bruder Furkan, du folgst der Messe von Imam Ahmed, mit dem wir haben werden. Warum erzählst du so? Ich komme gleich dazu. Ich habe für alles einen Grund, auch einen politischen Grund. Es hat alles einen Grund, warum ich etwas erzähle. Und auch was für uns das Maximalste an Sinnlosigkeit ist, es hat einen Sinn, den wir verstehen müssen. Und ich betone auch, das werde ich zum Schluss nochmal sagen, auch wenn er gelogen ist, hat es für uns einen Sinn. Auch wenn er gelogen ist, es hat für uns einen Sinn. Aber wir müssen jetzt mal die Geschichte an sich verstehen. Deswegen mache ich das. Also da sollen die Dämonen gelebt haben. Nach einer anderen Interpretation sollen auf diesem Kontinent Lemuria, ja, die gefallenen Engel gelebt haben, die Schmischmelekler. Wo sollen die Engel gekommen sein, sagt man? Aus dem Himmel, ne? Die anderen sagen, die der Esoterik folgen, also die Hand und Fuß verloren haben, die sagen, nee, nee, die gefallenen Engel, die kommen nicht vom Himmel, die kommen vom Mars und von der Venus. Das sagen die Bücher. Also die gefallenen Engel kommen vom Mars und von der Venus. Wo fallen sie hin? Auf den Kontinent Lemuria. Ja? Nach einer Erklärung, aber, und was ist für uns hier wichtig, sagen wir, das waren eigentlich keine gefallenen Engel. Mit den gefallenen Engeln, die Schmischmelekler-Theorisse, ist eine Missinterpretation der Satane, mit denen eigentlich die gefallenen Dämonen gemeint sind. Çünkü şeytanlar düşürülmüştür. Und die gefallenen Dämonen, Cin-Şeytanları, die auf die Welt vertrieben worden sind, genau wie bei Adem aleyhisselam und Havva aleyhisselam, haben dann die şeytani Güçler, haben dann die satanischen Kräfte, sie anstatt die gefallenen Dämonen, also şeytanlar, als gefallenen Engel interpretiert. Wir machen überall Fragezeichen. Ich sage nur diese Art der Interpretation. Jedoch, genau, haben die Satane dies im Laufe der Menschheit als gefallene Engel umändern und manipulieren lassen. Jetzt haltet euch fest, nach esoterischen Informationen soll dieser Kontinent von Lemuria vor 52 Millionen Jahren untergegangen sein. Das heißt, wenn wir heute nichts gelernt haben, haben wir was gehört. Es soll spekulativ drei Kontinente gegeben haben, die wir heute nicht handgreiflich erklären können. Aber wir haben viele mündliche Berichterstattungen, einige auch schriftliche. Der erste ist Atlantis, der ist ungefähr untergegangen 12.000 vor Christus. Dann gab es einen Kontinent namens Mu, soll es einen Kontinent namens Mu gegeben haben, der ist mehrere Mal durch Erdbeben untergegangen von 50 bis 25.000 vor Christus, letztendlich aber 25.000 vor Christus mit einem großen Untergang, der bis zu 64 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Davor gab es aber einen Kontinent namens Lemuria, der mit Menschen gar nichts zu tun hatte, der vor Adam gewesen war, und der ungefähr 52 Millionen Jahre vor unserer Zeit gegeben haben soll, auf dem die gefallenen Engel, was die Menschen heute interpretieren, aber was eigentlich die gefallenen Satane, Shaitanlar,
Jinnar, wobei Jinn, Achtung, Jinn heißt nicht immer Dämon in einem geistlichen Leben. Weil Jinn ist ein Sammelbegriff für eine Art des Lebens, die wir nicht sehen können. Mit Azad haben wir letztens nach dem außerirdischen Vortrag darüber berichtet, oder beziehungsweise er hat mich da was gefragt. Er hat mich gefragt, kann man Außerirdische, wenn es sie denn gibt, und wir haben darüber ja berichtet, mit dem Wort Jinn erklären, habe ich gesagt, ohne Probleme. Weil Jinn heißt das eigentlich, was man nicht mit dem Auge sehen kann. Jedes Lebewesen, was du nicht siehst, kann man als Jinn bezeichnen. Weil das Wort Jenne, nicht mit Jen, also Jim und Nun mit ein Shad da drauf. Jen heißt alles das, was du nicht sehen kannst. Jin ist eine Lebensart, die du nicht sehen kannst, was Metaphysisches sein kann, was aber auch Außerirdisches sein kann. Man hat auch im alten Arabischen zu Ausländern Jin manchmal gesagt, die man noch nie zu Augen bekommen hat. Jennet ist so mit Blättern zugemacht, dass man den Boden vor ganzer Wald nicht sehen kann. Jinnet, durchdrehen. Du erkennst nichts mehr vor deinen Augen, du siehst schwarz vor Augen, du drehst durch. Jinnet, ja? Jan, das Leben. Das Leben nennen wir Jan. Hast du das Leben gesehen? Nein. Es ist versteckt, es ist Jan. Embryo nennen wir Jenin. Das heißt, er ist im Mutterleib, in der Gebärmutter drin. Jenin. Er ist dunkel. Als Ibrahim a.s. im Dunkeln geguckt hat, hat gesagt, du bist mein Herr, du bist mein Herr, du bist mein Herr, steht geschrieben, Jennaleil, als die Dunkelheit der Nacht ist verhüllt, Jennaleil. Mejnun, du bist so verliebt, dass du eine rosarote Brille hast, du siehst nichts mehr richtig, wer richtig und wer falsch. Mejnun, Jinnan Mish, du bist rosarot, das heißt, du siehst vor ganzen Dingen. Das Wort Jin, Jen, ist immer eine Sache mitinterpretiert, die man nicht sehen kann. Also könnte man Außerirdische oder ein Leben, was außerhalb der Welt ist, wir haben im letzten Unterricht darüber berichtet, könnt ihr euch anschauen, darüber können wir auch bezeichnen. Das heißt, diese Leute, sagt das esoterische Wissen, sind gefallene Jinnar vom Mars und von der Venus. Ohne jetzt dieses Thema zu vertiefen, ich zeige euch nur ein Bild. Ein Bild. Von Mars, Venus und von der Erde. Ich lasse das gleich nochmal rumgehen, wenn ich jetzt kurz mit Mu fertig bin. Ihr seht hier die drei Planeten, Mars, Venus und Erde. Wie sah Mars vorher aus? Wie sieht der Mars jetzt aus? Wie sah die Venus früher aus? Wie sieht sie jetzt aus? Und wie sah die Erde früher aus? Und wie sieht sie jetzt aus? Könnt ihr euch mal gleich angucken, über das Bild seht ihr das eingeblendet. Ein Satz zu Lemuria, weil es sehr spekulativ ist. Das finde ich sehr interessant. Sehr interessant. Der Wahlspruch unter dem Schild im Wappen des britischen Territoriums im Indischen Ozean lautet In tutelea nostra Lemuria. Das heißt, dies bedeutet, in unserer Obhut ist Lemuria. Korumamız altındadır. Lemuria, wir sind korumamız altındadır. Und das ist der Wappen des britischen Empires in Indien. Und hier unten steht wirklich in tutela nostra Lemuria. Das inshallah, lassen wir mal kurz rumgehen, damit man das mal kurz sieht zumindest. Vor allem Dings, die Vergleiche mit Mars und Venus dazu. Mache ich weiter und komme ich langsam Richtung den letzten Drittel inshallah, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Jetzt sagen wir aber, ganz ohne Zweifel, die aktuelle Wissenschaft, und ich betone, das Aktuelle ist für mich immer sehr, sehr wichtig, die aktuelle Wissenschaft leugnet die Existenz dieser Kontinente. Klar, die sagt, sowas gab es nicht. Ja? Dieser Atheist in der Türkei, Celal Şengör, dieser Dicke, der sein eigener Kot ist, der Prophet der Atheisten in der Türkei, er sagt, er ist Geologe, guter Geologe, also das kann man wirklich nichts sagen. Und er sagt, die Geologie sagt heute, diese Kontinente gab es nie. Wir können auch bis in das Tiefe der Meere gucken. Wir sehen niemals, dass es einen Kontinent namens Atlantis, Mu, geschweige denn Lemuria, es überhaupt gab. Stimmt natürlich so gesehen mit dem heutigen Ding. Aber kann es wirklich sein, dass ganze Kontinente existieren
und später vom Meer verschluckt wurden? Gibt es das überhaupt? Der deutsche Geophysiker Alfred Wegener widerlegte die Idee am Anfang des 20. Jahrhunderts mit seiner Theorie der Kontinentalverschiebung. Er sagt, sowas gab es nicht, weil durch die Kontinentalverschiebung siehst du diese drei Kontinente nicht. Also Lemuria ist natürlich sehr spekulativ, aber es wird nicht über Lemuria in der Geschichte geredet, es wird über Atlantis und Mu geredet. Natürlich, ich sage es immer so, also Atlantis und Mu sind zwei untergenannte Zivilisationen. Die Mehrheit in der Spekulativität berichtet darüber, dass sie in den Meeren gelebt haben sollen. Aber es gibt auch viele Interpretationen, dass sie auf dem Land gelebt haben sollen. Also nicht alle sagen, die haben auf dem Meer gelebt. Deswegen muss man nicht immer untergegangene Zivilisationen im Meer suchen. Man kann sie auch auf dem Land suchen, sage ich dazu. Zwar sind diese Kontinente beweglich und haben sich über viele Jahrhunderte langsam voneinander wegbewegt, aber da die kontinentale Platte leichter ist als die ozeanische, schwimmt sie immer auf dieser und könnte nicht als Ganzes einfach untergehen. So bleiben Atlantis, Lemuria und Mu, diese drei Kontinente, sagenhafte Kontinente, die in der Populärkultur weiterleben, sagt die heutige Wissenschaft. Jedoch, Achtung, jetzt mache ich wieder ein Fragezeichen dazu. Jedoch können wir mit Versen des edlen Korans ihre Existenz nicht ganz verleugnen. Da Allah subhanahu wa ta'ala, das sage ich immer wieder dazu, nachdem er ein Volk vernichtet hat, sagt Allah subhanahu wa ta'ala immer diesen Aussage, Ke'ellam ya'nau fiha, als hätten sie niemals gelebt in ihr. Ela inna thamadu kafir rabbahum, sicherlich die Samud verleugneten den Herrn, ela bordan li Samud, nieder, juchosun, Untergang mit den Samud, ke'ellam ya'nau fiha, als ob hätten sie niemals darin gelebt, ela bordan li Medyan, nieder mit den Medyan, kema ba'idat Samud, so auch wie die Samud untergegangen ist. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَا قَوْمًا آخَرِينَ. Wie viele Städte, wie viele Zivilisationen haben wir zerschmettert? Weißt du, was zerschmettert ist? Wenn du Glas zerschmetterst, da ist nichts mehr darüber übrig geblieben. Wie ein Kontinent. Du zerschmetterst es, parçaları her tarafa dağılıyor, und durch das Zerschmettern bleibt nichts mehr von diesem Kontinent übrig. Kam qasamna min qarya zalimatan wa anshabna ba'dan akharin. Ja, die Unrecht taten und haben nach ihnen ein anderes Volk entstehen lassen. In einem anderen Vers steht sogar geschrieben, başka bir tür yarattık. Wir haben eine andere Art erschaffen lassen. Ja? Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Hast du nicht gesehen, wie Allah Himmel und Erden mit Wahrheit erschaffen hat? In sha'a yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wenn er will, lässt er euch vergehen komplett und er bringt eine neue Art, eine neue Schöpfung. Khalqin jadid heißt nicht ein neues Volk. Eine khalqin jadid, eine neue Art hervor. Wama dhalika 'ala Allah bi 'aziz, und dies ist für Allah keineswegs ein Problem und ist für ihn sehr schwer. Das heißt, diese Zivilisation, die in der Antike, in der Mystik, in der Esoterik geblieben sind, wir wissen nicht hundertprozentig, ob sie gelebt haben. Mein Ziel war, in diesem Rahmen, ich mache jetzt noch gleich weiter, über diese drei Zivilisationen, wenn sie denn gelebt haben sollen, in der Geschichte zu berichten. Im Koran gibt es Türen, die uns dafür öffnen, Denkanstöße dafür öffnen. Vieles wissen wir nicht, aber vieles, was wir heute nicht wissen, können wir morgen wissen. Das heißt, deswegen sollen diese Unterrichte ein Denkanstoß sein. Und wenn wir von Atlantis, Lemuria und Mu berichten, musste ich, das ist auch spekulativ, über diese drei wichtigen Buchstaben im Koran immer wieder nachdenken, die normalerweise ein Bild, vor allem in unsere Antike, in unsere mystische, in unsere esoterische Vergangenheit bringen. Elif, Lam, Mim. Keiner kennt ihre Bedeutung außer von Allah. Vielleicht kann das sogar eine Abkürzung für untergegangene Völker sein, wie vielleicht andere Abkürzungen es auch sind, die wir heute uns nicht mal erahnen können. Aber eins ist für uns hier sehr, sehr wichtig. Und das ist normalerweise hier für uns bei diesem Unterricht auch sehr, sehr wichtig. Und diese Frage stelle ich in den Raum.
und erkläre sie mit dem Koran, wie ich es mehrmals gemacht habe. Die Generation und Zivilisation, über die ich jetzt berichtet habe und über die ich noch gar keine Kenntnis habe, über die wir keine Kenntnis haben, wie Allah sagt, la ya'lamu illallah, keiner kennt sie außer Allah, auf Himmel und auf Erden. Diese Hauptfrage stelle ich euch. Waren sie im Fortschritt weiterentwickelter als wir? Und sind wir vielleicht nicht zurückgeblieben und sie waren weiterentwickelt? Ich gebe nicht die Antwort. Allah gibt die Antwort. Ob diese Zivilisation, die wir nicht kennen, die nur Allah kennt, aber die tausende Jahre vor uns gelebt haben, sagt Allah im Koran, أَلَمْ تَرَى يَرَوْ كَمْ أَخْلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ. Achtung, haben sie nicht gesehen, wie viele Geschlechter wir vor ihnen vernichteten, denen wir auf der Erde, Achtung, eine feste Stellung verliehen haben, مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ, wie wir sie euch nicht verliehen haben. Sie waren in der Feststellung, sie waren auf der Welt länger platziert, Numekinlekum, sie waren mehr Temkin gewesen, als ihr Temkin gewesen war. Sie waren sesshafter, sie haben länger gelebt, als ihr gelebt habt. Oder, Kellezina min kablikum, kanu eshedda minkum kuwa wa akthar amwalan wa auladam. Es ist wie mit denen, die vor euch waren, Achtung, sie hatten stärkere Kraft als ihr und mehr Besitz und mehr Kinder. Sie waren an der Überbevölkerung vielleicht mehr. Wir wissen es doch nicht. Aber Allah sagt, sie waren doch mehr an Kindern. Sie waren mehr an Besitz und sie hatten stärkere Kraft. Und Allah sagt, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Wollen sie nicht auf der Welt umhergehen? فَيَنْزُرُوا und schauen, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ und wie das Ende der Zivilisationen vor ihnen gewesen waren? كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوا. Achtung! Sie hatten eine stärkere Kraft als sie, als Macht, pflückten und bevölkerten das Land noch mehr, als sie es bevölkerten. Weiter. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist? Das sind alles andere Verse. So dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen, die vor ihnen war und die eine stärkere Kraft hat als sie. Und Allah kann sich nichts entziehen. Weder in den Himmel noch auf der Erde. Denn er ist allwissend und allmächtig. Sind sie nicht auf der Erde umhergereist? So dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren. Sie hatten ja mehr Kraft und Wirkung, also Effektivität auf der Erde als sie. Da ist aber was passiert. Was ist passiert? فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَكَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. Da ergriff sie Allah für ihre Sünden, was sie gemacht haben, und sie hatten vor Allah keinen Beschützer mehr. Und wieder, ich will nicht weitermachen, aber ein Vers noch, zwei, sind sie denn nicht auf der Welt umhergereist? Guck mal, die Forschung immer mit Archäologie. So dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vorhin waren. Sie waren zahlreicher als sie und hatten mehr Kraft und Wirkung auf der Erde als sie, aber nichts nützte ihnen, was sie zu erwerben pflegten. وَكَمْ أَخْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشَةً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيسٍ. Wie viele Geschlechter und Zivilisationen vernichteten wir vor ihnen, die eine stärkere Gewalt hatten als sie und in den Landstrichen umherzogen? Gibt es denn ein Abhauen? Kaçış nereye? Allah'tan Allah mı kaçıyorsunuz? Von wo haut ihr ab? Haut ihr von Allah ab? Schaut euch die Generation an, keiner konnte abhauen. Und nicht nur das, Achtung, nicht nur das, sondern im Koran stehen andere Sachen. Ich gebe nur zwei Beispiele. Ich gebe nur zwei Beispiele, nicht mehr. Über unsere vorherigen Zeiten. Waren sie in Fortschritt denn besser? Als Noah seine Arche baute, vor über 10.000 Jahren, sagt der Koran in der 11. Sure, im 40. Vers, als die Wasser kamen und das Schiff nach oben kam, was ist dann passiert? Hatta iza ja'a emruna wa farat tanur. So ging es, bis unser Befehl kam
und Farad Tannur. Kennt ihr Tannur? Die Kurden kennen das doch, ne? Tannur, der Ofen. Yemek yapıyorlar ya. Tandır. Tannur, Tandır işte o. Der Ofen brodelte von Nuh a.s. im Schiff. Das heißt, es ist mit Maschinen gelaufen. Es war en hafif, wenn ich das en leichteste nehme, ist es ein Dampfschiff gewesen. Denn keiner hat, man sagt auf Türkisch, kürek sallamak, paddeln. Keiner hat gepaddelt bei Noahs Schiff. Oder die Wellen, tamam, haben sich Gott überlassen, tamam. Aber hier steht im Koran geschrieben, Isa ja emruna, als unser Befehl kam, wa farat tanur, und als der Tendur, als der Ofen vom Schiff von Noah brodelte. Das heißt, hier sagt Allah Ta'ala eine Information, über die wir uns Gedanken machen müssten. Genauso wie zum Beispiel das Beamen, das Wissen über das Beamen zur Zeit von Suleiman a.s. da gewesen war. Nämlich, als Suleiman in Israel den Thron von Belkis haben wollte, von der Königin von Saba haben wollte, dann geht er zu den Dämonen und sagt zu den Dämonen und zu seinen Leuten des Schlosses von Beit Mikdash, Beit el-Makdis, wer bringt mir den Thron von Belkis hierher? Saba dann, Jemen dann, hierhin, so schnell wie möglich. Qale Ifritum min al-Jinn, da sagte einer von den Ifrit, von den Dämonen, ene atike, ich bringe dir den Thron, qable an taquma min maqamik, bevor du dich von deiner Stelle rührst, yani bevor du von deiner Stelle kommst, werde ich dir bringen, wa inni alayhi laqawiyyun amin, ja, genau, und ich bin wahrlich stark genug dazu und vertrauenswürdig. Jetzt aber, pass auf, ein Dämon sagt, ich bringe dir, bevor du dich von deiner Stelle rührst. Jetzt aber, pass auf, das ist jetzt kommt aber kein Dämon, Azad. قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Dann kam aber einer, der Wissen von dem Buch hatte. Das heißt, er hat eine Wissenschaft studiert. Er hat ein Wissen sich eingeeignet. Çünkü o cinni bir güce sahip değildi. Er hat keine dämonische Macht gehabt. Er hat eine wissenschaftliche Macht. Denn عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ. Er hat von dem Buch etwas studiert. Und dieser kommt, der ist nicht von den Jinn. Und der sagt, اَنَا اَتِكَ, ich bringe dir den Thron von Belkis, قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكَ. Ich bringe dir ihn, bevor dein Blick zu dir zurückkehrt. In einer Sekunde. فَلَمَّا رَأَى مُسْتَقِرًا إِنَّهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Als Suleiman a.s. dann plötzlich in einer Sekunde den Thron von Belkis aus Saba, also ca. 3000 Kilometer entfernt, plötzlich vor sich sah, sagte, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Das ist die Huld, das ist das Fazilet von meinem Herrn. Also, nur diese paar Punkte, es gibt mehrere, zeigen eigentlich, dass die Leute in dieser Zeit, wo wir sagen, die waren zurückgeblieben, eigentlich viel weiter sein gewesen müssen, als wir es heute gewesen sind. Dies und viele andere Zeichen im edlen Koran deuten darauf hin, dass die damaligen Zivilisationen in vielen Sachen voraus gewesen sein könnten, als wir. Ich gehe gar nicht auf das Schiff von Suleiman a.s. rein, wo steht das geschrieben? Also, in einer Nacht ist er bis nach Kabul. Also er ist vom Vormittag bis zum Mittag von Jerusalem nach Kabul, nach Afghanistan und bis zum Abend wieder nach Jerusalem zurückkommt mit seinem Schiff. Das steht in den Tafsir-Büchern drin geschrieben. Aber, und das ist der letzte Punkt meines heutigen Unterrichts, und das ist, glaube ich, hier das, was jetzt alles ein bisschen mit einschließen wird, was die ganzen Informationen über den Laufunterricht gekommen sind. Eines der bekanntesten Beispiele weltweit stellen dabei die weltweit gebauten Pyramiden dar. Denn, ich fasse mich wirklich kurz, ihr seht hier gerade die Pyramiden eingeblendet. Das sind diese klassischen, diese Cheops, diese drei Pyramiden in Kairo. Die Pyramiden. Warum wurden die Pyramiden gebaut? Als Grabstätte. Als Grabstätte. Natürlich sagen wir, wie weit ist diese Antwort richtig? Naja, alle Pyramiden auf der ganzen Welt müssen jetzt ja geben eine Linie. Warum wurden die Pyramiden gebaut? Wir wissen es nicht. Die Antwort ist wieder, ich weiß es nicht. Und es ist ein spekulatives Thema. Das mit der Grabkammer
komme ich gleich dazu. Ich werde hier gleich einen Link einblenden lassen. Und das ist sehr wichtig. Guck mal. Diejenigen, die mich seit Jahren kennen und mitverfolgen, das ist nur einer hier, die wissen, ich forsche ein Thema sehr gründlich nach. Jedes Thema versuche ich nach meinem eigenen Ermessen, wenn ich die Zeit dazu habe, nachzuforschen. Und ich versuche wirklich, Dreck von Sauberkeit zu reinigen. Ich sag mal so, zu dem Thema Pyramiden und wer die Pyramiden gebaut hat oder gebaut haben soll, was ich bis jetzt geforscht habe, ich bin 41 Jahre alt, ich zähle mal die Grabkammern vom Pharao nicht dazu jetzt, also diese Grabstätte nicht dazu, ist nach meinem eigenen Ermessen, was ich alles gelesen habe, 95% Schrott. Also ich versuche wirklich ein Thema, wenn ich es nachlese, nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt ganz viel hier abheben, damit ich hier ganz viel... Nein, nein, ich muss es ja für mich erstmal lernen. Für mich ist da persönlich erstmal wichtig, was kann der Sinn und Zweck dahinter stehen? Und wenn ich mir manchmal angucke, was Leute über die Bau der Pyramiden erzählen, dann sage ich, ey, Alter, was habt ihr denn konsumiert, um sowas von euch zu geben? Also da ist ja wirklich nichts mit Hand und Fuß. Und ich betone, nichts mit Hand und Fuß. Und wir Muslime... Jede Idee ist für uns natürlich wichtig, auch wenn es abgehoben ist, ist gar keine Frage. Deswegen ist auch jede Kempler-Theorie für uns eine Theorie, die letztendlich bewiesen oder abgelehnt werden muss. Aber wo wir kalt dran gehen müssen, und dazu steht, kommt natürlich ganz klar dieser Bau der Pyramiden. Ich werde gleich dazu einen Link einblenden lassen, komme ich gleich dazu. Und diesen Link ist ein Vortrag von einem sehr wichtigen Mann, ich komme gleich dazu. Bitte, ist deutsch, Axel heißt er, bitte schaut euch diesen Vortrag an. Der geht knapp 1,5 Stunden. Er hat auch Bücher geschrieben und ne, bla bla bla. Und ich sage, dieser Mann, was er rausgefunden hat, aufgrund von Forschung vor Ort, ist das, wo ich sage, das ist es, Alter. Das ist nämlich das, was ich jetzt gerade im ganzen Unterricht gesagt habe. Er ist erstens kein Atheist, er glaubt an Gott. Aber erklärt die Pyramiden so klar anhand von den Pyramiden drinnen. Also jeder, der hier diesen Unterricht anschaut, wirklich angeschaut auch hat, bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber ihr müsst euch diesen Vortrag, also wer sich 2,5 Stunden Koranprojekt über dieses Thema anschauen kann, der kann sich an einem anderen Tag die 1,5 Stunden auch noch geben. Und glaub mir mal, der ist vielleicht interessanter, weil der zeigt vielleicht dann noch eher oder redet vielleicht intellektueller als ich, wie so ein Hauptschüler wie ich hier quasi. Aber ein sehr guter Vortrag, und wo ich dann auch sage, bevor mit irgendwelchen UFOs und so, also darum geht's nicht, aber der erklärt wirklich, wo ich sage, das ist eine Erklärung für die Pyramiden. Wo ich sage, hey, der hat mit den Füßen auf dem Boden gestanden, hat das wirklich sehr, sehr gut erklärt. Komme ich gleich dazu. Vorab möchte ich euch jetzt mal, bevor ich diese drei großen Pyramiden, die jeder klar von euch kennt, eine Pyramide sieht von innen so aus hier, da wird die sogenannte Grabkammer gezeigt. Ich glaube, ich weiß es nicht, diese Grabkammergeschichten, dass für den Pharao die Pyramiden als Grabkammer gebaut worden sind, glaube ich, vielleicht kann ich morgen meine Meinung ändern. Ist ja schlimm, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Ist ja keine Akida, wo du sagst, ich ändere morgen meine Meinung. Aber bei bestimmten Sachen sollte man seine Meinung auch ändern, umso weiter man forscht, umso mehr wird man schlauer oder man merkt, dass man vorher vielleicht missgelabert hat und vorher, ne? Deswegen sollte man dort weiter forschen. Schlimm, wenn es nicht der Fall wäre. Ich glaube aktuell, dass der Bau der Pyramiden nicht für die Grabkammer, für den Pharao gebaut worden sind, weil das ergibt letztendlich nicht richtig einen Sinn, weil die Grabkammer, so wie ihr geschrieben, wie sie da geschrieben, in dem Vortrag könnt ihr euch übrigens darüber informativ sehen. Ich erkenne hier, auch am Grund des Vortrags, den ihr euch dann anschauen könnt, diese Pyramide muss eine ganz andere Funktion gehabt haben. Irgendeine mechanische Funktion, die wir uns nicht erklären können. Alles, was darüber hinaus ist, noch spekulativ. Ob die jetzt damit außerirdischen Kontakt haben oder ob die in der Welt miteinander kommuniziert haben, ob das so Zentren gewesen waren, wo Pyramide zu Pyramide kommt, wir wissen es nicht. Aber eins ist sehr, sehr, sehr höchstwahrscheinlich, was ich glaube, die Funktion der Grabkammer, die ist erst viel später entstanden. Der eigentliche Bau der Pyramiden im Fundament ist was ganz anderes gewesen. Später ist sie zu 90% umfunktioniert worden und man hat quasi den Pharao dort reingemacht, denn wenn ihr irgendwann mal nach Ägypten geht, ich war es noch nicht, ich will es eigentlich auch nicht,
dann könnt ihr euch mal den Tal der Könige anschauen, wie sie dort vergraben werden. Das passt nicht zu dem Bau der Pyramiden. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie die Pyramide vor 4500 Jahren, also quasi 2500 Christus, ausgesehen hat, da sah die Pyramide so aus. Das heißt, sie war mit weißem, was es auch gewesen war, Kalk oder irgendwas, und oben war Gold gewesen. Das heißt, die Funktion der Pyramide, du siehst eine mechanische Funktion, die war glatt aus Kalk. Das müsst ihr euch mal 2500 vor Christus vorstellen. Das hast du ja heute nicht mal gebaut. So, oben ist Gold. Gold hatte mal eine mechanische Funktion. Unter der Pyramide sind Wasserkanäle. Wasser hat auch eine mechanische Funktion. Und der ganze Komplex ist sehr interessant gebaut. Und was du eben gerade gesagt hast, hier seht ihr ein anderes Bild. Wir sehen weltweite Pyramiden. Hier zum Beispiel, in dieser Landkarte, was ihr gerade seht, in der Mitte ist quasi Ägypten, dann ganz links sind die Inkas, also Inkas Demielim Shinde, weil da waren bestimmt die Inkas nicht gewesen, in dem Sinne, Azteken, Allah Rasos, so habe ich es auch hier notiert, die Azteken, also quasi in Mittelamerika, und dann in China gibt es auch Pyramiden, die sind quasi auf einem Längengrad. Es kann sein, also bevor ich überhaupt sage, es war so, keiner weiß warum. Warum war es so, das ist die Frage. Hatte Bakalim Jawabwer, gibt die Antwort. Wir wissen es nicht. Warum waren diese Pyramiden in einem Längengrad und warum diese beiden Bauten und mehreren Bauten weltweit? So möchte ich mal kurz hier mal kurz durchgehen. Diese Pyramide, was ihr gerade über das ganze Bild seht, das ist die Pyramide in Amerika. Die Azteken haben diese Pyramide gebaut. Also 15.000 Kilometer weiter von den Pyramiden aus Ägypten. Dann gibt es Pyramiden in China. Hier habt ihr, man sagt auch Türk-Pyramidenlehre dazu. Ich weiß nicht, warum Türk-Pyramidenlehre, ich glaube, weil die alte Türkvölker gebaut haben. Hier seht ihr quasi Pyramiden in China. Ja, hier einmal eine ganz, also das sind zwei unterschiedliche. Die sind quasi in China gebaut. Mu Atlantis. Merkt ihr, dass sich dahinter, dass sich eigentlich eine Kultur untergegangen ist, die weltweit einen Eingriff hatte und weltweit verteilt worden ist? Also es gibt eine, du siehst, auch wenn du Mu und Atlantis sagst, das gab's nicht. Das gab's nicht. Gut, gehen wir davon aus, das gab's nicht. Kann ich auch meine Unterschrift untersetzen. Dann siehst du aber, es gibt eine Kultur, die weltweit verteilt und plötzlich das Gleiche macht. Wie kann das passieren? Dann, das waren gerade hier China. Kennt ihr die bosnischen Pyramiden? In Bosnien gibt es auch Pyramiden. Die sind, einige sagen natürlich, das sind keine Pyramiden, aber ich blende nur zwei Bilder ein. Und es ist verboten, dort Forschung zu machen, ne? Die lassen nicht so, dass Leute Forschung machen. Ich lasse es euch der Interpretation übrig. Was, hier ist gerade, seht ihr die Pyramide von Weitem in Bosnien. Und hier eine bisschen, wo man mit den Linien das eher sehen kann. Bosner Pyramide. Wisst ihr, wie alt die sind? Offiziell? 30.000 vor Christus. Das heißt, sie sind 30.000 Jahre vor Christus. Also die wären theoretisch, wenn wir davon ausgehen sollten, dass die ägyptischen Pyramiden 2500 vor Christus gebaut worden sind, dann müssen sie quasi fast 30.000 Jahre älter sein als die Pyramiden von Ägypten. Müssten sie quasi sein. Dann hier noch ein anderes Bild. Spekulativ. Eis schmilzt in der Antarktis. Man sagt, es gibt Pyramiden auf der Antarktis. Spekulativ. Ich mache nur ein Fragezeichen dahinter. Und dann eine angebliche Pyramide auf dem Mars. Hier ein Bild. Kann jeder von euch selbst interpretieren. Vielleicht ist es wirklich ein Berg, der gerade so schön gebaut worden ist. Oder vielleicht ist es auch nicht. Aber diese Tür lassen wir hier eigentlich erstmal offen. Jetzt. Der Beginn. Und da möchte ich jetzt das Video gleich einblenden. Also nicht einblenden ins Video, Achtung, als Link einblenden. Mit dem Vortrag von Axel Klitzke. Der Beginn von dem Bau der Pyramiden in Ägypten liegt nach allgemeiner Vermutung ca. 3000 Jahre vor Christus. Nach allgemeiner Vermutung. Jedoch glauben und beweisen viele, dass sie schon viel früher da gewesen waren. Diesen Link des Vortrags könnt ihr jetzt hier eingeblendet sehen. Das heißt, Mysterium Ägypten heißt es, es ist längst noch nicht alles gesagt. Von Axel Klitzke. Und ich betone, dieser 1,5-Stunden-Vortrag ist wirklich ein sehr, sehr guter Vortrag. Ich sage es mal kurz in ein, zwei Sätzen, um was geht es dort.
damit ihr mal versteht, um was es der Vortrag dort geht, mit zig Beweisen. Die sagen, wenn wir uns die Pyramiden, die Sphinx und die anderen Bauten in Ägypten anschauen, sehen wir, dass diese Bauten so perfekt gemacht worden sind, dass wir nicht sagen können, was für eine Technologie dahinter steht. Sogar jeder Stein von Pyramiden und von der Sphinx sind alles unterschiedliche Steine. Man denkt immer, die wurden massenhaft gemacht, die Steine. Du machst 1 Milliarde Steine oder 1 Million und baust übereinander. Jeder Stein ist anders. In dem Vortrag seht ihr das. Du siehst eine Hochkultur dahinter, eine Hochkultur, die diese Pyramiden gebaut hat, wo jeder Stein bei bestimmten Bauten und bei bestimmten Säulen anders ist. Wo mit einer Flex, Sanki, wie mit Butter geschnitten, Ecken drauf geachtet worden sind. Und plötzlich siehst du eine Kultur, wie bei den offiziellen Pharaonen, die plötzlich auf diese Hochtechnologiekultur eine Kultur draufklatschen. Und du siehst anhand von hunderten Beweisen, dass die Geschichte von dem Pharao, ja, einfach auf die Hochtechnologie der wahren Pyramiden und der Kultur aus Ägypten draufgeklatscht worden sind. Und diese Axel Klitzke, der macht vor diesen, in diesen Bauten, erzählte euch das ganz klar vor Ort und er hat auch Bücher und Sachen darüber geschrieben, wo ich sage, subhanallah, die Wahrscheinlichkeit ist über 90%, dass dieser Mann recht hat. Aber eins finde ich vor allem sehr, und hey, was auch sehr wichtig ist, er geht in die Pyramiden, in die erste Stufenpyramide rein, da gibt es bestimmte Gänge, und er erfindet in den Pyramiden Salzwasser drin. Salzablagerung. In diesem Vortrag kommt das vor. Ich mache euch mal ein bisschen so, damit ihr wisst, was es geht. Und alle fragen sich, warum in diesen Pyramiden, wo nie Wasser war, wo der Nil hinkam, der Nil ist ja kein Salzwasser, wie das Salzwasser in die Pyramiden reinkam. Weil du siehst in den Pyramiden, in den Gängen Salz drin. Und dieses Salz hat bestimmte Schächte kaputt gemacht, weil die Schächte waren glatt geflext gewesen. Und die sind aus Granit gemacht. Du kannst Granit nicht flexen. Mit was für einer Technologie muss Granit glatt gemacht worden sein, wie glatter als dieser Tisch? Unbeschreiblich. Ja? Und wo kommt das Salz her? Und da sagt dieser Axel-Typ in diesem Vortrag, das war die Sintflut gewesen. Das war die Arche Noah gewesen. Weil er vertritt auch die Meinung, dass die Sintflut nicht über einen bestimmten Teil der Region von Mesopotamien oder so, sondern dass er sagt auch, dass die Sintflut die komplette Menschheitsgeschichte unter Wasser hatte. Und das war letztendlich der letzte Kick für diese Generation, dass die dann auch ungefähr 12.000 vor Christus, sagt man dann, die Zeit von Göbekli Tepe, untergegangen ist. Wisst ihr, was mich immer fasziniert oder beziehungsweise was ich immer mir eine Frage stelle? Im Koran, ich denke in der Bibel auch, wenn ich lüge, sagt es mir, steht nirgendwo geschrieben, dass Pharao die Pyramiden gebaut hat. Aber das müsste es doch sein. Eine Pharao ist gleich Sklaverei, Kinder Israels, ist gleich Pyramiden. Aber du siehst das nirgendwo. Ja, Pharao hat die Kinder Israels versklavt. Gar keine Frage, der hat die da arbeiten. Du siehst aber den Bau der Pyramiden nicht. Aber normalerweise, wenn du das so, müsstest ja quasi, wenn wir das so sehen, die Pyramiden sind ja so im Zentrum der Geschichte eigentlich, wenn wir das heute sehen, es müsste ja normalerweise eine Surinams-Pyramiden geben. Aber du siehst kein Dings. Es gibt einige, nicht Tafsir-Gelehrten, aber es gibt einige Leute, die sagen, ja, im Koran steht geschrieben, dass Pharao Haman gesagt, er soll einen Turm erbauen. Der Turm ist aber keine Pyramide. Das ist was ganz anderes. Also, es ist sehr interessant, dass in keinen Gottesbüchern geschrieben steht, dass Pharao je die Pyramiden gebaut hat. Ein Buch hier nochmal zu empfehlen, melde ich mal kurz hier ein. Die kosmische Ordnung der Schöpfung könnt ihr euch, inshallah, mal aneignen. Die Pyramiden, Achtung, zum Schluss zu diesem Thema. Die Pyramiden weltweit, aber vor allem denen aus Ägypten, sollen von den über... Das ist jetzt das, was ich am Anfang gesagt habe. Also jetzt am Anfang des Unterrichts, Yavash, verknüpfe ich. Die Pyramiden weltweit, aber vor allem denen aus Ägypten, sollen von den übrig gebliebenen Menschen nach der Vernichtungen von den Kontinenten oder Zivilisationen, die ich damals auf, die ich vorhin aufgezählt habe, übrig geblieben sein. Dies soll circa 9 bis
10.000 vor Christus stattgefunden haben. Genau in dieser Zeit wird auch die Sintflut vermutet. 10.000 bis 12.000 vor Christus. Dies war auch ebenfalls das Ende der Epoche der Zivilisation von Göbekli Tepe gewesen. Keiner weiß, wie Göbekli Tepe untergegangen ist. Jetzt nicht für diese Leute, die jetzt gerade hier vor Ort sind. Ich möchte mal inshallah den Vortrag einblenden. Der geht 12 Minuten. Wir waren letztes Jahr, 2022, im August in Göbekli Tepe gewesen. Und da haben wir eine Aufnahme gemacht. Ein, zwei Informationen habe ich dazu natürlich heute noch ergänzt. Da war mein Wissensstand nicht jetzt so gewesen, wie heute ist. Aber ich habe eine Aufnahme vor Göbekli Tepe gemacht. Den blenden wir jetzt ein. Diejenigen, die den Vortrag schon kennen, bitte ich, wenn ihr Lust habt, könnt ihr nochmal angucken. Wenn nicht, spult inshallah die paar Minuten vor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ich habe euch inshallah heute im Auftrag des Islam hier an einen sehr wichtigen, wirklich auch einen weltbewegenden Ort gebracht. Erstmal zu der Lokation, wo wir uns aktuell gerade befinden. Dieses Gebiet ist hier im südöstlichen Teil der Türkei. Wir liegen aktuell 22 Kilometer circa nordöstlich von der Stadt Şanlıurfa bzw. von der Stadt Urfa, wie ihr gerade seht. Also wir sind auf einem ganz, ganz hohen Berg. Ist eine sehr, sehr schöne Aussicht, ja. Und wie gesagt, das ist halt quasi, südlich geht es dann halt quasi Richtung Syrien. Ja, erstmal das so Lokation. Zu dem geschichtlichen Teil, und das ist wirklich ein weltbewegender geschichtlicher Teil, in dem wir uns hier gerade befinden, der bis auf 12.000 Jahre, also von 10.000 bis 12.000 Jahre, zurückgerechnet werden kann. Wir befinden uns hier aktuell gerade in der Gegend von Göbekli Tepe hier in Şanlıurfa. Und dieses Gebiet wurde im Jahre 1995 entdeckt. Was wurde hier 1995 entdeckt? Eine Zivilisation wurde hier 1995 entdeckt, die bis auf ungefähr 10.000 bis 12.000 Jahre vor Christus zurückzurechnen ist. Das ist eine enorme Zeit, die in der Vergangenheit liegt, ja, wirklich eine enorme Zeit. Wenn ihr euch mal überlegt, dass die Ende der Eiszeit, die wir heute als Eiszeit bezeichnen, liegt ja ungefähr 19 bis 20.000 Jahre vor Christus. Also da gab es die berühmte Eiszeit, die dann letztendlich die kommenden 2.000-3.000 Jahre danach quasi aufgehört hat. Und gleich danach, ja, also quasi ungefähr 10 bis 12.000 Jahre vor Christus, also vor unserer Zeit, ja, gab es hier eine Zivilisation, die hier gelebt hat, ja. Und diese Zivilisation bzw. dessen Bauten, die seht ihr gerade hier hinter mir, da werden gerade archäologische Funde gemacht. Das ganze Gebiet ist quasi aktuell Sperrgebiet, was ihr hier seht, ja, nachdem man das 95 entdeckt hat hier. Die Menschen waren schockiert, denn 12.000 Jahre vor Christus, also beziehungsweise 10.000 bis 12.000 Jahre vor Christus, das ist eine enorme Zeit. Und das hat quasi vieles auswendig Gelernte bis dahin eigentlich quasi zerstört von vielen Geschichtsschreibern. Denn, gab es denn überhaupt, konnte man denn damals in so einer Zeit, 10.000 bis 12.000 vor Christus, überhaupt solche Bauten machen, die quasi halt hinter uns sind? Also hier seht ihr quasi, die jetzt ragen hier einige noch raus. Das geht quasi unterirdisch, das geht also 3-4 Schichten quasi nach unten. Und Göbekli Tepe ist nur ein Ort davon. Also in den ganzen Gebieten gibt es übrigens eine Ausgrabung noch in der Gegend von Karahan Tepe. Das befindet sich jetzt irgendwo einige Kilometer weiter weg. Und dort gibt es noch größere Bauten, die gemacht worden sind. Ungefähr, wie gesagt, 12.000 vor Christus. Das ist gleich nach der Eiszeit passiert, wo es schon Menschen in Zivilisation gelebt haben, ja. Und das Interessante ist hier, was haben die Menschen hier damals 10.000 bis 12.000 Jahre vor Christus hier gemacht? Die haben ja quasi in Zivilisation gelebt. Das ist quasi der Ursprung der Zivilisation, kann man hier sagen. Was haben die überhaupt hier gemacht? Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Und man vermutet, dass die Menschen sich damals hier, vor allem in diesen Gebieten von Şanlıurfa, Harran und im südlichen, südöstlichen Teil der Anatolien, was der Wiege der Menschheit letztendlich ist, getroffen haben, um hier Rituale zu praktizieren bzw. zu beten. Man vermutet sehr höchstwahrscheinlich, dass dieses Gebiet ein sehr großes Gebiet von Ritualen und Gebeten gewesen war, wo ich jetzt weiter nicht in das Detail inshallah ta'ala eingehen möchte, was es genau denn gewesen war. Aber
Ich habe da vorhin noch heute Morgen eine Dokumentation gab es hier, beziehungsweise eine Ausstellung zu diesem Ort von Göbekli Tepe, dass man gesagt hat, die Landwirtschaft ist nicht entstanden, sehr höchstwahrscheinlich, weil die Menschen zivilisiert wurden und aufgrund dessen quasi Massenproduktion brauchten, wie hier was halt quasi an Getreiden etc., sondern die Landwirtschaft ist deswegen entstanden, weil die Leute gebetet haben. Das heißt, die Religion, die Rituale, die Anbetung war der Ursprung gewesen, dass die Menschen erst in die Landwirtschaft gekommen sind. Warum? Weil wenn sich so viele Menschen hier treffen in Göbekli Tepe, und übrigens, die kamen ja von überall hier. Das heißt, hier gab es keinen Ort, wo die Menschen gewohnt haben. Nicht falsch verstehen. Die Menschen haben nicht in diesem Gebiet gewohnt. Die kamen hier, um sich zu jährlichen oder monatlichen oder wöchentlichen Gebeten zu treffen. Ja? Das Interessante an diesem Ort ist noch dazu, hier gibt es auch in der ganzen Umgebung keine Gräber, die zur damaligen Zeit oder in die damalige Zeit zurückzuführen sind. Also es gibt keine Gräber, keine Begrabung, sehr interessant. Und was auch sehr interessant ist und natürlich sehr viele Fragen aufwirft, es gibt hier keine Frauen. Also es wurden nur Männer dokumentiert. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, was natürlich Fragen aufwirft. Die Antworten, die kennen wir heute nicht. Aber was für uns halt sehr, sehr wichtig ist, vor allem im Auftrag des Islam und auch für unsere Unterrichte sehr, sehr wichtig ist, was für eine Zeit ist das? 12.000 vor Christus, also das, damit man das mal versteht, das ist ja quasi, diese 12.000 vor Christus ist ja eine Zeit, die liegt ja nach diesem Ort von Göbekli Tepe, sind die Sumerer entstanden. Diese berühmten Sumerer, die in Mesopotamien gelebt haben, einige hundert Kilometer weiter südöstlich von hier, das ist ja eigentlich 4.000 vor Christus entstanden. Also dieser Ort, den gab es schon ungefähr 5.000 bis 7.000 Jahre vor den Sumerern. Und die Sumerer sind ja schon sehr, sehr alt. Also ich wiederhole es auch mal, 6.000 bis 7.000 Jahre bevor die Sumerer entstanden sind, ja, das Volk der Sumerer, gab es schon diesen Ort, ja, quasi vom Göbekli Tepe. Und der Bau der Pyramiden, ja, der liegt ja auch ungefähr 4.000 bzw. 3.000 Jahre vor Christus zurück. Also das sind sehr, sehr weite Zeiten. Ich möchte mit euch mal jetzt ein Stück weiter heruntergehen, damit ihr mal das hier ein bisschen seht. Also, was haben wir gesagt? 10.000 bis 12.000 vor Christus wurde dieser Ort gebaut. Das ist ungefähr 5.000 Jahre vor den, also mindestens 5.000 Jahren vor den Sumerern, also das Doppelte und noch was zur Zeit von Jesus zurück. Heftig, ja, in der Zeit, in der wir gerade leben. Und, ja, Abraham, also der Prophet Ibrahim a.s., wann hat Ibrahim a.s. gelebt? Ibrahim a.s. hat 2200 vor Christus gelebt, ungefähr 2200 vor Christus. Das heißt, dass Abraham hier nach mindestens nach 8000 Jahren gekommen ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 8000 Jahre nach Göbekli Tepe kam erst Abraham und dann nochmal fast 500 Jahre oder 700 Jahre draufgesetzt und dann kommt erst Moses. Also das sind enorme Zeiten, welches dieses Ort hier zurückliegt. Und wie gesagt, das Interessante dabei ist, keiner weiß, was diese Menschen hier gemacht haben. Sehr höchstwahrscheinlich, ja, das war das erste Ort, wo die Zivilisation entstanden ist. Eins, das erste Ort, wo die Zivilisation entstanden ist. Zweitens, was wir auch wissen, sehr höchstwahrscheinlich, das war der erste Ort, wo die ersten Rituale, die ersten Gebete, wie auch immer, ja, gemacht und praktiziert worden sind. Ich betone nochmal, vielleicht für einige Brüder und Schwestern, die uns hier seit längerer Zeit mitverfolgen, das ist jetzt ein bisschen so eine Angabe von mir. Wir wissen nicht, ob das Mowahidun gewesen waren. Wir wissen nicht, ob das Mushrikun gewesen waren, die hier ihre Rituale gemacht haben. Sehr höchstwahrscheinlich waren diese Gebete, Allahu Alam, irgendwas mit dem Kosmos zu tun gehabt. Ja? Ich mache überall mal bewusst ein Fragezeichen hin. Aber was für uns auch sehr, sehr interessant ist, ja, und interessant sein wird, und das ist hier normalerweise auch was sehr, sehr Wichtiges für uns, für die Ahle Koran, wann ist überhaupt Adam entstanden? Zu was für eine Zeit ist überhaupt der Prophet Adam, der erste Mensch? Wann begann eigentlich der erste Mensch? Ja? Entstand er vor 6000 Jahren? Wenn er vor 6000 Jahren gekommen ist, das liegt doch mal 6000 Jahre zurück. Das heißt, ja, das ist ja das Doppelte. Also nach der Tora, nach der veränderten Tora heute, muss ja Adam quasi nach Göbekli Tepe gelebt haben. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Der Koran gibt diese Datierung überhaupt gar nicht so richtig hin. Ja? Also wenn dieses hier eigentlich da ist, dann muss das 6000 Jahre vor Adam gewesen sein. Haut nicht hin.
Ich habe in vielen Koranprojekten euch auch berichtet, im Auftrag des Islam TV-Kanal, dass die Zeit, und das werdet ihr inshallah immer mehr entdecken, und ich werde im Koranprojekt inshallah ta'ala in der Sure Baqarah noch mehr darauf hinweisen. Wir kennen heute eigentlich hundertprozentig, datiert die Zeit bis zum Propheten Ibrahim a.s. Das wissen wir ganz genau. Von Abraham bis zum Propheten Noah verzerrt sich die Zeit. Da haben wir keine hundertprozentige Dateien. Bis Abraham haben wir hundertprozentige Dateien, aber von Abraham bis zum Propheten Noah haben wir keine hundertprozentigen Dateien. Deswegen, wir wissen nicht, dieser Ort, ob das zum Beispiel genau nach der Sintflut gewesen war oder vor der Sintflut gewesen war. Diese Leute, die an diesem Ort gelebt haben und ihre Rituale hier gemacht haben, sie haben das einfach verdeckt. Wirklich, das ist hier sehr, sehr interessant. Ja? Ich werde inshallah in den kommenden Koranprojekten dazu kommen. Sie haben es einfach verdeckt, als ob das zugemacht wird, dass das irgendwann wieder aufgemacht werden soll. Wir wissen nicht, was es ist. Die haben es einfach verdeckt. Das ist, wir sehen hier keine richtige Vernichtung. Oder vielleicht war es eine Vernichtung gewesen. Aber eine richtige Vernichtung sehen wir nicht. Wir sehen eigentlich, dass es verdeckt worden ist. Sie haben es verdeckt. Warum? Sollten sie vielleicht irgendwann wieder zurückkommen, dieses Volk, was hier gelebt hat? Oder sollten von woanders irgendwelche Sachen, Kreaturen kommen, die das hier aufmachen sollen? Wir wissen es nicht. Es gibt sehr, 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 sehr viele Spekulationen. Und was für uns natürlich wichtig ist, war das, dieser Ort, kurz nach der Zeit von Adam a.s., kurz vor der Zeit von Nuh a.s., oder war das letztendlich, nach der Zeit von Nuh a.s., beziehungsweise nachdem die Sintflut überhaupt entstanden ist. Und ich sage mal, für uns Muslime ist das sehr, sehr wichtig, das zu erforschen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, Estaizu billah, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Wollt ihr denn nicht auf der Welt umherreisen und schauen, wie das Ende derjenigen gewesen war, die vor euch gelebt haben? Ja? Und der Tourismus, ja, fi sabilillah, um zu erforschen, also Archäologie, ist eine Farzul Kifaya für die Muslime. Die Muslime, die müssen reisen und die müssen sich genau solche Gebiete anschauen und sie erforschen, weil der Islam fordert und erfordert von uns die Wissenschaft, nämlich die archäologischen Funde zu machen, damit wir erkennen, warum die Völker vorher gelebt haben, wie sie vorher gelebt haben, warum sie untergegangen oder warum sie fortgewandert sind. Und deswegen gibt es den islamischen Tourismus. Bitte nicht falsch verstehen, nicht islamischer Terrorismus, islamischen Tourismus im Auftrag des Islam. Denn im Auftrag des Islam ist so eine wichtige Sache, beziehungsweise so eine universale Sache, dass es bis zum ersten Menschen zurückzuführen ist, also bis zu Adam a.s. Und wenn ja eigentlich im Auftrag des Islam eine Dawa ist, die universal ist, die international und universal ist, ja, dann ist es doch unsere Aufgabe eigentlich zu erforschen, wie weit geht überhaupt diese Dawa zurück, bis zum ersten Menschen. Und das ist die Frage, wer war der erste Mensch? Natürlich Adam a.s. Wie und wo hat er gelebt? Und deswegen ist es hier sehr, sehr wichtig, an solchen Orten zu kommen, wie Göbekli Tepe, Karahan Tepe etc., was wirklich die Wiege der Zivilisation ist, um das zu erforschen, um unsere Ursprung hier zu gucken. Weil der Tawhid, der Islam, ist ja mit dem ersten Menschen entstanden. Ich habe jetzt in der Türkei sehr vieles gemerkt. Die Leute, die haben wirklich hier sehr, sehr viele Probleme in der Akida, nicht jetzt wegen Tawhid und Schirk, sondern sie wissen überhaupt nicht mehr, was Religion ist. Es entstehen hier nicht sehr viele Atheisten, es entstehen hier sehr viele Deisten. Das heißt, sie glauben an Gott, aber sie glauben nicht mehr an die Religion. Warum? Warum ist diese Krankheit des Deismus entstanden? Warum breitet sich das aus? Weil nämlich die Leute, die die Religion angeblich vertreten, ja, vor allem sogenannte Muslime, sie haben bei den Menschen ihr Abscheu erregt. Sehr höchst wahrscheinlich, das sehen wir auch in vielen Umkreisen. Und deswegen sind die Leute auf einer Suche und sie wissen, es gibt was Spirituelles. Sie wissen, die Menschheit ist viel mehr, als berichtet wird. Und sie wissen, es gibt einen Schöpfer, sie wissen, es gibt ein Gott. Das ist kein Materialismus, das ist Deismus. Sie glauben an eine Spiritualität, sie glauben an Gott, aber sie verneinen die Religion. Warum? Weil viele sogenannten Muslime den Leuten das hier so beigebracht haben, ja, der Islam fängt mit Mohammed an. Ja, und da fragen sie, was ist Christentum, was ist Judentum? Das sind auch richtige Sachen, irgendwo. Und was ist mit den Sumerern, was ist mit den Anunnakis, was ist mit dies und das? Und dann kommen wir natürlich im Auftrag des Islam, vor allem in der Türkei, habe ich das in den letzten Zeiten sehr, sehr viel gemerkt, und sagen, pass mal auf, ich verstehe den Islam ganz falsch. Der Islam ist eine universale Religion, ja, dessen Werte sind über den ganzen Globus verteilt. Ihr wisst ja gar nicht mal, was Islam ist. Islam ist mit dem ersten Menschen entstanden. Ja? Und deswegen
gibt es feste Kriterien, die Allah herabgesandt hat. Das ist nicht nur die Tora, die Bibel und der Koran. Vorher gab es auch andere Bücher, höchstwahrscheinlich war die Avesta, die Ginza, viele andere Bücher. Unsere Aufgabe ist ja, das letztendlich zu erforschen. Und deswegen, Brüder und Schwestern, oder Nicht-Muslime, die hier mir gerade zuhören, ist Göbekli Tepe eigentlich ein sehr wichtiger Scheidepunkt oder Wendepunkt in der Geschichte von heute. Denn ab 1995, nachdem das hier entdeckt worden ist, waren viele Menschen schockiert gewesen, ja? Denn was geht hier ab? Es kann doch keine Zivilisation vor Noah sein, es kann doch keine Zivilisation vor Adam sein, weil das Problem ist nicht bei Adam, das Problem ist nicht bei Noah, das Problem ist bei den Rechenarten, bei dem die Leute hier eigentlich gerechnet haben. Die Rechnung war das Problem, ja? Die Rechnung war, dass Adam angeblich 6000 Jahre vorher gelebt hat. Das stimmt nicht, wir wissen das nicht ganz genau. Und deswegen ist es hier für uns sehr, sehr wichtig, diese Orte sehr gut zu erforschen, zu studieren, weil das sind letztendlich unsere Fundamente. Wir wissen es nicht, vielleicht haben diese Leute hier in Göbekli Tepe 12.000 Jahre vor unserer Zeit, weil ich habe mir mal die Steine ganz genau angeguckt, die gehen auch Richtung Jerusalem, Richtung Mekka, vielleicht haben sie auch dort irgendwelche Anbetungen gemacht. Wir wissen es ja nicht, aber wir wissen eins. Das gehört aktuell zu den ältesten, Zivilisationen in unserer Zeit, in unserer Zeit. Und wie gesagt, und da der Koran ja letztendlich über solche Sachen auch berichtet, beziehungsweise auch sehr, sehr stark andeutet, ist es unsere Aufgabe, darüber zu berichten. Und ich möchte das Wort jetzt eigentlich nicht länger erhalten. Beziehungsweise länger halten hier. Ich verweise inshallah auf die kommenden Koranprojekte. Ihr wisst, wir haben ja 12, 13 Jahre die mekkanischen Suren jetzt beendet, alhamdulillah. Und wir werden, wenn Allah das erlaubt, ab September mit den Medina-Suren beginnen, also Baqara, dann Enfal und dann Ali Imran etc. 10 Jahre. Und inshallah werde ich genau an diese Themen auch anknüpfen, weil in den letzten Koranprojekten habe ich auch das mal erwähnt. Und wir werden inshallah versuchen, im Auftrag des Islam, versuchen anhand von Beweisen, Quellen und bis dahin den archäologischen Funden Adam a.s., also den ersten Menschen Adam, dann die Zeit nach Adam bis Noah, bis die Sintflut kam und die Zeit nach der Sintflut mit Göbekli Tepe zusammen und vielleicht auch mit anderen Völkern, die damals gelebt haben. Gab es sie nicht, wie die Atlantis und etc. Oder die bestimmte, der bestimmte Kontinent namens Mu. Gab es einen Kontinent namens Mu, der untergegangen ist, viele Jahrtausende vor unserer Zeit? Und wo ist der Islam? Ja, und wo ist der Islam? Wo ist der Tawhid? Weil Allah sagt im Koran, in der Surah Nahl im 36. Vers, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft einen Propheten gesandt, der davor die Menschen warnt, den Tawhid anzubeten, und dafür aber einzig und allein Allah anbeten. Und Allah sagt, er hat in jeder Nation einen Propheten entsandt, also gibt es überall in jeder Nation auf dieser Welt den Islam, beziehungsweise den Tawhid, zurückzuführen bis auf den ersten Menschen. Und wie gesagt, und wenn er das so sagt, wird das so sein. Sein Sadaqallahu al-Azim, sagen wir. Und Göbekli Tepe ist ein Beweis dafür, dass das nämlich der Fall ist, was ich seit sehr, sehr vielen Jahren sage. Leute, es ist viel mehr, Islam ist viel mehr, als ihr denkt. Islam ist viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Ja? Und wie weit geht das? Das werden wir inshallah in den kommenden Koranprojekten sehen. Jazakum Allahu khairan hier aus Urfa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin. Ich komme jetzt inshallah zum Schluss und fasse inshallah jetzt hier zusammen. Bevor ich zum Fass komme, es ist ein sehr interessanter Vers, der mich immer wieder im Koran inspiriert. Einen werde ich verlesen, um das Thema abzuflachen. Kann es sein, dass die Menschheit, und wir sehen ja diesen Knick mit der Sintflut, ne? Also Ad, Semut, beziehungsweise, Entschuldigung, Atlantis, Mu, Lemuria etc. Und dann kommt die Sintflut. Und mit der Sintflut, dann seht ihr eine neue Zeit. Bei der Ginza ist übrigens das auch so. In der Ginza ist die Sintflut die letzten 8000 Jahre Epoche. In der Ginza. Im Koran steht immer dieser Vers geschrieben, der inspiriert mich in der Surah Baqarah, im 230. Vers, Astaghfirullah Billah. Das heißt, war die Menschheit vorher eine Zivilisation gewesen, ein Volk. Kana an-nas ummatan wahidatan. Die ganze Menschheit war eine Nation gewesen. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirin wa munzirin. Dann, Achtung, dann
schickte Allah die Propheten als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnung und sandte mit ihnen und dann sandte er mit ihnen die Bücher zwischen den Menschen herab, damit sie richten, worüber sie uneinig waren. Dann sandte er sie ab. Oder inna auhayna ilayke, wir haben dir gesandt, o Mohammed, wie kema auhayna ila Nuhin. Jetzt Achtung, ich Fragezeichen. O Mohammed, wir haben die herabgesandt, wie wir wen herabgesandt haben? Kama auhayna ila Nuhin, Noha, wenn nabiyyine min ba'dihi. Und den Propheten nach ihnen. Warum nicht vor ihnen? Ich beantworte keine Fragen hier, ich mache eine Fragestellung nur und lasse dieses im Raum. Ich denke, wenn ich falsch bin, Yasin, korrigiere mich. Eines der Unterschiede zwischen der Esh'a'ira und der Maturidiyya liegt darin, dass einer von den Kalamschulen sagt, der erste Prophet ist Nuh und der andere sagt, nein, Adam. Also es gibt in der Kalam die Unterschiede, also es ist nicht nur Allah, Sama oder dies, das ist nicht nur das, das Nubuwwat und das sind viele Themen. Also es kann von einer Frau zum Beispiel ein Prophet werden. Die Maturidiyya sagen, nein, von einer Frau kann kein Prophet werden, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und die Esh'a'ira sagen, doch, Frauen können auch Prophet werden, weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Dann kommt Maturidiyya und macht ein Reddi an die Esh'a'ira, dann macht die und so weiter. Und eines von diesen Themen ist auch, wer ist der erste Prophet? Dann sagen einer von diesen Rechtsschulen, also nicht Rechtsschulen, von der Kalam-Schulen ist, der erste Prophet war Nuh, der nächste Ebul-Enbiya und Adam war der erste Mensch. Interpretationsgeschichte ist bloß, ich sage es nur deswegen jetzt, in diesem Zusammenhang, was ich heute gesagt habe, mit den Zivilisationen und mit Nahnu, ist das schon eine Sache, ich denke, wo wir noch ein bisschen weiter forschen müssen und ich denke, wo wir, glaube ich, heute noch nicht richtig ausgereift sind. Das ist meine Meinung. Also, wir müssen nicht immer jetzt gleich alles beantworten. Das ist immer unser, nimm mal, wir wollen immer gleich jetzt, dass alles richtig, nein, also, ich habe nur Denkanstöße gemacht, vielleicht war alles gelogen, was ich gesagt habe, was ich heute im Unterricht gesagt habe, vielleicht war es alles richtig, was ich gesagt habe, oder vielleicht war auch die Hälfte richtig, die Hälfte falsch. Aber Fakt ist, das wird berichtet. Und deswegen komme ich jetzt zu meinem Schlusswort, der Zusammenfassung. Das ergibt nämlich jetzt den kompletten letzten Part. Nicht jeder kann und darf alles wissen. Sollten auch diese Geschichten erfunden sein, frei erfunden sein, so gibt es heute weltweit Orden und Organisationen, die sich hierauf berufen und Weltpolitik betreiben. Das heißt, das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, wenn wir über eine Meinung reden, die weltweit von einigen Gruppierungen vertreten wird, die vor allem Geld haben, wie Zionisten, Freimaurer etc., dann ist es für uns an erster Stelle erstmal nicht wichtig, stimmt das, was die sagen? Für uns ist mal wichtig, hey, sie haben eine Theologie, die sie befolgen und wir müssen diese Theologie verstehen. Ob Atlantis oder Mu oder Lemuria wirklich existiert hat. Allah weiß es am besten. Keiner weiß es. Der eine argumentiert gut, vor dem sagst du, Mashallah, Bruder, du hast das widerlegt, das stimmt, das gab es niemals. Ein anderer kommt, gibt bessere Argumente, du sagst, oh Bruder, Mashallah, du hast recht, das gab es ja wirklich. Keiner weiß es. 11. September. Der eine sagt, die Zionisten waren es gewesen, der Mossad war es gewesen. Er gibt Argumente, du sagst, boah, Mashallah, das stimmt. Der andere kommt, gibt andere Argumente, sagt, Bruder, Mashallah, du hast grün, das war wirklich Osama bin Laden. Also, was ich damit sage ist, einiges können wir spekulieren. Der eine verfolgt diese Meinung eher, der eine steht dieser Meinung näher. Genau bei Atlantis und Mu ist das Gleiche. Je nach Argumentation kannst du schwanken. Der Sinn und Zweck war hier gewesen, zu sagen, hey, wenn es die gegeben haben sollte, im Koran gibt es eine Tür dafür, die eine Spekulation freilässt. Lass uns mal, nicht heute, deswegen habe ich ja gesagt, diese Unterrichte sind ja für morgen. Macht mal euch Gedanken darüber. Jetzt sage ich aber, sollte das aber auch komplett frei erfunden sein, mit Atlantis und Mu, vor allem mit Atlantis und Mu, Lemuria ist eine andere Geschichte, habt ihr jetzt ja gelernt, weil da geht es ja letztendlich um esoterische Fundamente. Dann sagen wir, auf dieser Welt gibt es Orden, also Tarikatlar, Sekten. Aber Orden ist wichtiger, weil die sind in Staaten mit, also Lobbys, Lobbyorden,
die esoterisch verwickelt sind. Wenn Adam, du glaubst, der sagt, der glaubt nicht an die Bibel, aber der folgt eine Sekte, ja, ein Orden, die richtig viel Kohle haben, die aus den Staaten kommen, was weiß ich, und die damit sagen, wir sind die auserwählte Rasse. Mit den auserwählten Rassen meine ich nicht nur die Zionisten unter anderem, wo ein Teil dazu gehört, sondern wo die Leute sagen, kennt ihr das Wort, ich weiß, im Deutschen haben wir das noch nicht so ausgearbeitet im Koranprojekt, aber ich sage es aber in diesem Zusammenhang, Mavikan. Es gibt zum Beispiel die Leute, die sagen, wir haben blaues Blut. Und weil wir das blaue Blut haben, sind wir das auserwählte Volk. Mit auserwählte Volk meine ich nicht die Juden. Meine ich diese Leute, die diesen Orden folgen. Ich bringe es auf den Punkt, das sind die einzigsten Nachkommen von Atlantis und Mu. Sagen sie. Also es gibt Orden auf dieser Welt, die sagen, wir haben das Wissen von Atlantis und von Mu. Und wir haben das blaue Blut. Mavikan. Deswegen haben diese Leute meist diese blauen Farben. In der westlichen Welt. Aha, jetzt kommen wir ein bisschen auf den Punkt. Und die sagen, wir sammeln das Wissen. Wisst ihr, was Masonlok ist? Freimaurer. Freimaurer sind nicht irgendwelche Leute, die nachts irgendwie mit schwarzen Dingern vor einem Feuer sind und sagen, wie können wir die Menschheit töten. Nein, da ist was Intellektuelles dahinter. Die Freimaurer, die haben ein Rechteck und so als Symbol. Der Sinn und Zweck der Freimaurer besteht darin, die Welt nach ihrem Design zu ordnen. Aber der Hauptgrund oder die Beweggrund, die Intention der Freimaurer ist, Wissen zu sammeln. Wissen, alles was sie an Wissen sammeln, Judentum, Christentum, Islam, Azteken, was weiß ich, ist für sie wichtig, mit dem sie die Welt neu gestalten können. Und sie sagen, wir kommen ja von Atlantis und von Mu und sind das Arische, Arisch ist ja sogar noch später, wir sind das Volk mit dem blauen Blut. Wir sind das übergeordnete Volk, die zum Kosmos eine Verbindung haben. Das hört sich jetzt für euch abgespaced an vielleicht. Ich denke ja nicht so, die Orden denken so. Und mit diesem blauen Blut, ja, was sie sagen, die sind die Träger dieses blauen Blutes, versuchen sie auch unter anderem, da die Macht über die Menschheit auszuüben. Die ja denken, die sind die letztlichen Überbleibsel von Atlantis. Deswegen wirst du sie sehen, wie sie die Kultur von den Pyramiden immer wieder nach vorne loben. Diese Leute, die loben nicht, diese sagen, die loben die Pyramidenkultur. Und heute siehst du immer mehr, dass die Pyramidenkultur immer mehr in den Vordergrund gebracht wird. Und der Satan, also Shaitan, der Vertriebene, ist für sie eine sehr wichtige Person, weil der Shaitan heißt bei ihnen Lucifer. Und Lucia heißt auf Italiano Licht. Wenn ihr nach Italien fährt, seht ihr vor einem Tunnel immer Lucia stehen. Das heißt, macht die Lichter an. Und Lucifer heißt derjenige, der das Licht bringt. Also Lucifer ist nach der esoterischen Interpretation, vor allem hier mit diesem Kontext, mit diesen Orden, mit diesen kranken Psychopathenleuten, Leuten, die das Wissen sammeln. Also wenn ihr Wissen von Atlantis und Mu habt, auch wenn es, wo wir sagen, gut, vielleicht ist es gelogen, dann solltet ihr wissen, dass auf dieser Welt bestimmte Leute, die total abgespaced sind, ja, guckt euch mal die Rothschilds an, wenn die abends Partys machen, die Rockefellers, was machen denn für Partys? Dann sagt man so, habt ihr denn, also wie viel LSD muss man sich reinfahren, um so einen Scheiß an die Bühne zu machen? Die machen sich Pferdeköpfe auf den Kopf, dann machen sie sich Hühner, kiffen, ich glaube kiffen ist dann noch Gold, die ballern sich alles in den Dings rein, aber die sind, du denkst, das sind kranke Menschen mit Pferdeköpfen, Skeletten. Du hast Milliarden von Euro, dein Geld kann keiner zählen. Kein Taschenrechner auf der Welt kann kein Geld zählen. Du druckst das Geld. Was macht ihr da abends mit Partys mit irgendwelchen Tierklamotten? Das heißt, die sind abgespaced. Die haben auch eine Theologie hinter sich, die sie verfolgen. Eine Heiligkeit, Bekuziert. Um dieses Kuziert, diese Heiligkeit geht auf die Nachkommen, auch wenn es gelogen ist. Ich sage es ja nur in diesem Zusammenhang, auf Atlantis und Mu zurück. Deswegen ist es für uns Muslime, die auch versuchen, Weltpolitik zu verstehen, auch diese Kleinigkeit in Anführungsstrichen mit zu beachten. Achtung, nochmal, nicht jeder kann und darf alles wissen. Sogar Khidr a.s. mit seinem Letduni-Wissen wusste mehr als Musa a.s., obwohl Musa a.s. ein Ulul Azm
Prophet gewesen war. Und was sagt Hızır alayhi salam zu Musa? Inneke lan tastati'a ma'ya sabra. Du schaffst es mit mir nicht zusammen einen Weg zu gehen. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tu'id bi ghubra. Wie kann es denn sein, wie schaffst du es mit mir, o Moses, überhaupt einen Weg zu gehen? Einen Weg, dessen Kenntnis du nicht hast. Das sagt Hızır zu Musa alayhi salam. Selbst Musa kann nicht alles wissen. Und ihr wisst, als Musa alayhi salam eines Tages die Khutbe verließ, so sagen uns die Tafsir-Bücher, sagte einer zu Musa, ja Moses, gibt es auf dieser Welt jemanden, der schlauer ist als du? Und Moses sagte, natürlich als Ulul-Azm-Prophet, auf dieser Welt gibt es keinen, der schlauer ist als ich. Ja, wahi alio, ja? Er bekommt die Offenbarung, wir sollen noch schlauer sein. Darauf hat Allah gesagt, stopp. Nimm Yusha bin Nun, diesen Fetah, diesen Jugendlichen, und geh an diesen Ort, wo die beiden Meere sich treffen. Da wirst du einen Mann finden, nicht der? Verwerja da'ab damin ibadina. Dann wirst du diesen Mann treffen, der wird Wehrwissen haben als du. Und dieser Mann, Hızır, macht 3 Tests mit Musa. Musa schafft diese Tests nicht. Das heißt, selbst wenn du Musa bist, hast du nicht das ganze Wissen. Selbst der edle Koran sagt, dass einiges vom Wissen für einige verborgen bleibt. Und das sind, was wir auch jetzt behandeln, Muhkam und Mutashabih-Verse. Es gibt Muhkam-Verse, das sind die meisten des Korans, und es gibt die Mutashabih-Verse. Und die Mutashabih-Verse, dessen Bedeutung weiß nur Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Und diejenigen, die im Wissen vertieft sind, sagen, das ist alles von Allah. Das heißt, du kommst zu einem Wissen an und sagst, ich weiß es nicht. Also, unsere Gelehrten sagen, die Hälfte des Wissens ist es, ich weiß es nicht zu sagen. Der Koran bringt dir in dem 7. Vers der Sura Ali Imran eigentlich 1-2. Ich weiß es nicht zu sagen. Wissen heißt nicht immer, ich weiß es zu sagen. Wissen heißt auch, heile, heile, ich weiß es nicht zu sagen. Denn das ist auch ein Wissen. Und die 7. Vers der Sura Ali Imran zeigt uns unter anderem, unter vielen anderen Aspekten, ich weiß es nicht zu sagen. Ja? Ich denke sogar, und das ist natürlich ein sehr starkes Streitthema, aber ich denke sogar, dass einiges Wissen der Sahabe uns nicht einmal komplett erreicht hat. Denn wie viele Verse interpretierte der Prophet insgesamt? Wie viele Verse hat der Prophet interpretiert? 6236 gibt es. Wie viel hat der Prophet interpretiert? Und wenn ihr in die Quellen reingeht, ich war schockiert. Aisha radiallahu anha sagt, Bikach ayet haritish bishi tefsiret namishtir. Ibn Taymiyyah geht auf 120 Verse hoch. Wenn du alle Interpretationen nimmst der Tafsir-Bücher, wirst du auf die Verse, die unser Prophet 1:1 interpretiert hat, auf 100 kommen. Was ist das? Also hatten die Sahabe, sagen wir, die Kenntnis über dessen Bedeutung. Was war die wahre Bedeutung von Huruful Muqatta'a? Wenn die Sahabe den Propheten darüber nicht befragten, mussten sie es ja wissen. So eine Frage-Antwort gibt es nicht. Kam irgendein Sahabe zum Propheten und hat gefragt, ja Mohammed, ja Rasulullah, was ist die Bedeutung von Taha? Was ist die Bedeutung von Yasin? Was ist die Bedeutung von, ja, Elif Lam Ra, Elif Lam Mim, Kefa Ayn Sad? Diese Frage gibt es nicht. Später kommen dann Interpretationen, die einen sagen, das war so, das kann so, das kann so gewesen sein. Die einen sagen, das war ein Lech, das war ein Dialekt, das war das, das. Aber diese Frage direkt zum Propheten gibt es nicht. Und wenn es keine Frage gibt, gibt es eine Antwort. Wo ist die? Ja? Wir wissen, dass der Prophet, burası püf nokta şimdi, wir wissen, dass der Prophet eines Tages alles mit Namen berichtete, was bis zum Tag des Jüngsten geschehen wird. Kennt ihr das? In Sahih Buhari steht das geschrieben, in Abu Dawud steht das geschrieben, in Muslim steht das geschrieben. So sagt zum Beispiel Huseyfe ibn al-Yamame radiallahu an, der Gesandte Allahs alayhi salatu wassalam hielt eine Predigt und sprach über alles, was von diesem Tag bis zum Weltuntergang passieren wird. Wer sich daran erinnert, erinnert sich, und wer es vergessen hat, hat es vergessen. In einem anderen Hadith, ein Kutub al-Sitta kommt das vor, der Sahabi sagt, ich denke, das müsste auch Huseyfe ibn al-Yamame, ist ein Tag. Er sagt, der Prophet ist früh morgens auf die Khutbah gestiegen. Er hat alles berichtet, was passieren wird bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Er kam nicht zu Ende, das Mittagsgebet ist angebrochen. Er ist runter, wir haben das Mittaggebet verrichtet. Dann ist er wieder hochgestiegen. Er hat angefangen, bis Asr zu reden. Was bis zum, mit Namen. Der wird kommen, der wird gehen. Der wird kommen, der wird gehen. Das wird was, das wird. Und dann ist er Aksham, bis Marib ist er passiert. Und dann endet dieser Hadith auch so. Das, was wir auswendig gelernt haben, haben wir auswendig gelernt. Und das, was wir vergessen haben, haben wir
darunter vergessen. Ja? Der Prophet, alayhi salatu wassalam, und das ist hier, das, um das jetzt mal abzuflachen, gab nicht jedem jedes Wissen mit. Es gibt ein allgemeines Wissen, wozu er beauftragt wurde, um dies zu verkünden. Das war die Scharia. Das ist, was der Prophet an seine Hutbatul Wada'a Helbalacht sagt, habe ich verkündet. Qalu bala shahidna. Und da sagten die Sahabe, ja, du hast verkündet, ja Rasulullah. Also der Prophet sagt, habe ich die Risalat verkündet? Und die Sahabe sagt, Qalu bala shahidna. Ja, ich bin Zeuge, wir sind Zeuge, dass du verkündest. Weißt du, was das ist? Das ist die Scharia. Das ist, mit was du ins Paradies gesandt wirst. Ins Paradies kommt. Die Aufgabe hat der Prophet nämlich bekommen, er musste die Scharia al-Islam verkünden. Weil, wenn du das Risalat nicht verkündest, wird Allah Ta'ala dich bestrafen. Er muss es ja verkünden. Aber das ist die Scharia an Samt gewesen. Jedoch hat der Prophet einige Geheiminformationen gehabt, die er nicht jedem verkündet hat. Zum Beispiel die Anzahl der Munafikun in Medina, hat der Husayf ibn al-Yamama gesagt, Beispiel, und andere wussten das nicht. Und vor allem, was in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, der Weg der Tarikatlar, hat der Prophet a.s.w. das Wissen der Tarikat an zwei Leute weitergegeben. Nicht an drei, nicht an vier. Wer waren diese zwei Leute gewesen? Abu Bakr radiallahu an und Ali ibn Abi Talib. Dieses Wissen, was heute, natürlich heute ist es tausendmal deformiert worden, hat der Prophet an zwei Leute weitergegeben, an Abu Bakr und Ali. Jede Tarikat, die heute auf dieser Welt ist, geht auf zwei Sahabe zurück. Entweder auf Abu Bakr oder auf Ali ibn Abi Talib. Nur zwei Beispiele. Die Qadiriyye, die Rechtsschule von Abdul Qadir Geilani, geht auf Ali ibn Abi Talib zurück. Das ist das Wissen, was unser Propheten insgeheim an Ali gegeben hat. Und was durch diese Sejere weiterkommt, da gehört auch Jifir ilmi dazu. Und dann gibt es ein Tarikat, was unser Prophet an Abu Bakr weitergegeben hat. Dazu gehört die Naqshbandiyya. Von Naqshbandiyya, die Silsila geht auf Abu Bakr zurück, den Tarikat von Qadiriyye geht auf Ali ibn Abi Talib. Das heißt, warum sage ich das jetzt gerade? Ich sage das in dem Zusammenhang, dass der Prophet eine Pflicht bekommen hat, ein bestimmtes Wissen der Scharia weiterzugeben, aber bestimmtes Wissen hat er an fixierte Personen weitergegeben, weil nicht jeder alles verstehen kann. Und das ist ja ganz normal. Und so ist auch das Wissen von Tarikat und Tasawuf in bestimmten Abständen, vor allem zur Zeit von Jafar al-Sadiq und weitere Geschichten der Ahle Bayt, letztendlich entstanden. Und so sagt der Prophet das auch immer wieder, auch in, es kommt vor. Ihr kennt diesen Hadith, wo der Prophet sagt, لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ, hättet ihr das gewusst, was ich weiß, لَدَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا, hättet ihr viel gelacht, viel geweint und wenig gelacht. Das heißt, das Wissen, was der Prophet hatte, das haben wir nicht alles übermittelt bekommen. Weil er sagt, hättet ihr wirklich das gewusst, was ich weiß, hättet ihr wenig gelacht und viel geweint. Umso mehr Menschen, umso mehr der Mensch, ich komme zum Schluss, umso mehr der Mensch erkennt, dass er eigentlich nichts weiß, steigt sein Wissen und seine Ehrfurcht. Denn die Hälfte des Wissens ist es, ich weiß es nicht zu sagen. Selbst die heutige Wissenschaft erkennt nun mehr, dass sie eigentlich nichts weiß. Damit sollten wir die Allmacht Allahs erkennen, wie unwissend wir eigentlich sind. Was denkt der Mensch eigentlich, was er ist? Der edle Koran kommt daher und gibt zu jedem bekannten und noch unbekannten Thema einen Denkanstoß, ohne den Menschen dabei im Detail zu erwürgen. Obwohl der Koran über Geschichte berichtet, ist es kein Geschichtsbuch. Obwohl er über Astronomie berichtet, ist der Koran kein Astronomiebuch. Obwohl er über das Leben nach dem Tod berichtet, ist der Koran kein Totenbuch. Der edle Koran ist eine Erinnerung an die Menschheit und ein Wegweiser im Diesseits und um das Leben damit aufzubauen, womit der Mensch als Hauptaufgabe, nämlich des Kalifats, beauftragt wurde. Dies ist der Islam. Das zu erkennen und zu begreifen mit dem bekannten und noch unbekannten Wissen muss, unterstreichen wir, mit dem unbekannten Wissen muss die Demut und die Ehrfurcht eines jeden Menschen vermehren. Ich beende inshallah diesen Vortrag mit der Aussage,
von Ali ibn Abi Talib, wo er sagt, wenn das Wissen sich vervollständigt, wird das Reden weniger. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن حكما وإماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تغط بغبرة هذا فراق بيني وبينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين